Annapurna Interactive. Luis Antonio presents an Annapurna Interactive production. James McAvoy, Daisy Ridley. Und Willem Dafoe. Twelve minutes. Willkommen zu Let's Show 12 Minutes. Eine starke Besetzung, ich hab's ja gerade schon gesagt. James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe. Letzteren kennen wir auch schon aus einem anderen Game, nämlich Beyond Two Souls. Das war da der alte Mann. Also richtig, richtig krass hier in diesem interaktiven Thriller, der auch mehrere Endings hat. Kurz zur Story, falls ihr von dem Spiel noch nichts gehört habt, aber es war wirklich lange, lange präsent und auch heiß erwartet. Ist jetzt seit dem 19. August auch schon erhältlich für PC, PS4, Xbox One und natürlich die Xbox Series X bzw. S und im Game Pass. Ja, ja, also wenn ihr den Game Pass habt, könnt ihr das einfach runterladen. Let's go, der Hase, ab geht's. Und es geht im Prinzip darum, wir wollen einen gemütlichen Abend mit unserer Frau verbringen, doch dann läuft alles schief. Es klopft ein Polizist an die Tür, der unsere Frau festnehmen will, alles eskaliert und wir sterben. Allerdings sind wir in einer Zeitschleife gefangen und alles beginnt von vorne. Wir müssen natürlich mit jedem Durchlauf Informationen sammeln. Was zum Teufel ist hier los? Warum passiert das? Was können wir tun, um es zu verändern? Um den Ausgang zu verändern? Und ja, das versuchen wir jetzt. Ich hoffe, wir kriegen das hin in einem Stream. Ich bin schon lange sehr gespannt auf dieses Spiel. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir sehr, sehr lange dran sitzen werden. Deswegen heute etwas früher und wahrscheinlich auch ziemlich lange hier live. Inspiriert durch legendäre Filme wie Shining, Das Fenster zum Hof und Memento. Bin sehr, sehr gespannt. Los geht es. Mit 12 Minutes. Das sind wohl wir. Ah ja, und ich werde wahrscheinlich den Stream im Tunnelblick spielen. Also nicht so oft in den Chat schauen wegen Spoiler und so weiter, du weißt. Allerdings werden alle Spoiler natürlich auch sofort permanent geblockt von den Mods. Also lass die Scheiße. Muss nicht sein. Wenn ich nach Hilfe frage, ist okay. Aber erstmal alles auf eigene Faust. Man merkt, das Spiel ist eigentlich für den PC gedacht. Ne, so Point and Click, Fortbewegung. Später spielt sich auch alles in der Wohnung ab. So von der Draufsicht, von der Vogelperspektive. Aber wir kommen da schon zurecht, denn ich spiele, wie immer, auf der Xbox Series X. Shit. Forgot my keys. Schlüssel vergessen. Wer macht denn sowas? Es ist so ein Meme, ne?
dass man den Schlüssel unter der Pflanze versteckt, aber das ist sehr, sehr dumm. Einladend für jeden Einbrecher. Bewege den Zeiger nach oben, um dein Inventar zu öffnen. Okay, wir haben einen Kunststoffstein. Damit werde ich jetzt aber wohl kaum die Tür aufbrechen können, oder? It's locked. Moment, kann ich die Pflanze auch komplett umdrehen? Oder hänge ich jetzt Real Talk schon am Anfang? Oh, oh. Woke the baby. Sorry, neighbors. Okay. Baby im Nebenraum? I wonder if anyone's ever gonna rent this unit. I should head to mine. Da ist niemand. Okay. It's locked. Ich bin nicht so ganz sicher, was ich mit dem Stein machen soll. There we go. Ach so, was? Der war da drin? Bin verwirrt. Alright, drücke außerhalb des ausgewählten Gegenstands A, um zurückzukehren. It's locked. Ziehen und loslassen, um mit anderen Gegenständen zu kombinieren. Ja gut, also mit dem Schloss. Oder? It's locked. Ach so, okay, ich muss mal alles einzeln aus dem Inventar rausholen. Ja, muss man sich jetzt noch ein bisschen an das Gameplay gewöhnen hier, ne? Oh, these are for the front door. Für die Front Door, ja, da sind wir ja. It's locked. Hä, wo ist das Problem? Ach so, ich muss das rausziehen. Aus dem Inventar. Und jetzt ihm in die Hand geben oder auf das Schlüsselloch? Ach so, okay. Ja, erster Durchlauf wird wahrscheinlich noch ein bisschen lost, aber danach kommen wir hoffentlich schneller voran. Ach so, die Zeit geht auch erst jetzt los. Ah, okay. Hey, Babe. I'm home. Love you. Ja, okay. I'll be out in a second. Da kommt sie schon. Hey there. Ja, moin. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Oha, tolle Frau. Am besten spielen wir Runde 1 erstmal so ganz normal, als würde nichts passieren. Setzen uns neben sie. Kann man auch mit ihr reden vielleicht? Ah ja. Was ist der Grund für einen so besonderen Abend? What's the occasion? I'll tell you over dessert. Ich hab Bock aufs Dessert. Alright, I'm ready to get wowed by this dessert. Just give me one second. Aha, da ist also die Küche. Ow. Gotta get was war das? Someone's gonna get hurt. Sie hat sich irgendwie verletzt. Warte, was muss denn da repariert werden? Das möchte ich jetzt kurz wissen. Das könnte ein wichtiger Hinweis sein auf irgendwas. Ach, der Lichtschalter? Ja, das sieht auch ein bisschen demoliert aus. What? Oh my god. Was? Was? Bin ich jetzt tot? Whoa, hey. Are you okay? Ach nein, aber ich habe Zeit verloren. Das geht ja gut los. Thank God I was wearing shoes, right? No kidding. Just glad you're okay. You know what? I think I've lost my appetite. So viel zu, wir spielen Runde 1 erstmal ganz normal. Bruder, was ist denn das für ein Lichtschalter? Lasst es doch reparieren. Was ist denn los mit euch? So kann man doch nicht leben. Ich bin einfach fast gestorben. Oh, was haben wir hier für Fotos? New Year's Eve, 8 years ago. She was caught in a picture. Bisschen schwer zu erkennen, aber Silvester vor 8 Jahren, okay. New Year's Eve, 8 years ago. She was caught in a picture. Oh, we gotta clean that closet. Aber da waren noch mehr Fotos, ne? Ach so, die sind unrelevant.
Das heißt, im Kühlschrank ist sonst nichts. Hm. Okay, wir reden am besten mal wieder mit ihr. Nee, geht nicht? Gut, dann schaue ich mir mal den Rest der Wohnung an. Jetzt ist eh schon alles so halb eskaliert. Das Bad. Ganz normales Bad. Nichts Auffälliges. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Oder? Nee. Alles okay soweit? Ein Schrank. Vielleicht auch rein? Ja. Ach, es ist eine Umkleide. Mit einem Handy. Oh, das Handy ist bestimmt ziemlich wichtig. Das Handy ist bestimmt ziemlich wichtig. Moment. Das möchte ich mir mal im Detail anschauen. Bro? Hä? Ach, jetzt nicht rausziehen. Hey, ich kann Nummern wählen. Ja gut, Notruf. Oh shit. Okay, Polizei kommt. Jetzt bin ich gespannt. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, ja moin. You're hurting me. Ich setz mich mal hin und genieß die Show. Now you, hands behind your back, please. Don't move. Help me. Will you come help me? No, come on. WTF, Alter. My wrists. Der ist safe nicht von der Polizei. Er sieht doch schon aus wie so ein Gangster. This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Jetzt kann ich auch das Handy nicht mehr verwenden, ne? You're under arrest for your father's murder 8 years ago. Was? No, 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 that can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking. Sucht ihr eine Rolex? No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. Hey, look at me. I don't. You don't get don't to talk right handcuff now. Me. Look, hey, I. Sagen, dass du unschuldig bist. Ja, ich glaube, es geht eher um sie, ne? Nach den Vorwürfen fragen. Wäre doch schon mal nicht so schlecht, glaube ich. Why are you arresting us? Don't failing to shut up when I told you to. You're making a mistake. This is. Hallo, hör auf damit. Please don't stop. Ey, der würgt mich! Hör auf, du Freak! Ich hab doch gar nichts gemacht! Ich hab nur gefragt, was für Vorwürfe. Ach du Scheiße. Oh fuck, that was brutal. Ja, allerdings. Oh Gott. You're okay. You're okay. What? What the hell just happened? Hey there. Okay, und jetzt alles von vorne. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Didn't you already say that? What? I don't know. What? But no. I was just. How is this possible? Das frage ich mich auch. Okay, kann ich sie fragen, ob sie sich an irgendwas erinnern kann? It's not really your thing. Oh, oh, try me. You're gonna make fun of me. It's a book of meditations. Zen stuff. Yeah, it's not my thing. Ja, doch, es gibt hier neue Optionen. Weil wir haben eigentlich gar keine Hinweise, oder? Nichts. Nichts ist nicht ganz richtig. Wir wissen, dass dein Nebenzimmer... der Schalter extrem defekt ist. Vielleicht müssen wir versuchen, den Typen irgendwie da reinzulocken, dass er auf den Schalter drückt. Dann müsste er ja genauso wie ich eigentlich bewusstlos werden, aber ich fürchte, das wäre zu einfach. Und es geht um eine Uhr.
Also scheinbar irgendeine Rolex oder so. Vom Vater, der angeblich von seiner eigenen Tochter getötet wurde, sagt der Typ zumindest. Und ich bin sicher, das ist kein Polizist, weil so würde kein Polizist vorgehen. Das ist ein Gangster, der wohl die Uhr unbedingt haben möchte. Sehr spannend. Und Naria, danke für 4 Münzen. Eine Kleinigkeit für die schöne Unterhaltung immer mit dir. Bist der Beste, mach weiter so, feier dich seit dem ersten Tag. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und Fabian, Oko, 2 Münzen, viel Glück. Du schaffst das locker. Leandro, 2 Münzen, moin, schönen Abend. Habt ihr alle genug getrunken? Ich hab extra was dastehen, wenn auch nichts Gesundes heute. Und Lulax, danke für die Mitgliedschaft. Das Foto, ja, das Foto. Silvester vor 8 Jahren. Ich weiß nicht, was man das sagen soll. Wir gucken erstmal. Wir sagen, dass es sich wie derselbe Tag anfühlt, ja. Look, I know this sounds weird, but the day's repeating itself. Aha. Aha, okay. Setz dich mal hin. Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Stress auf der Arbeit. Oh, beweisen, dass der Tag wieder von vorne anfängt. Ja gut, wie kann ich ihr das beweisen? Könnt ihr höchstens erzählen, dass da jetzt gleich ein Dude kommt, der völlig durchdreht? I'll prove it. Yeah, great, let's see it. Wow me. Einen Beweis auswählen? Was? Let's see. Aber ich behalte meine Gegenstände nicht. Excited to get my mind blown. Ich hab nichts, was ich hier beweisen kann. Wait. What is it? WTF? Wenn ich meine Gegenstände behalten würde, dann könnte ich ja vielleicht versuchen, dem Typen einen Gürtel oder sowas abzuziehen. Irgendwas. Aber ich hab ja nichts. Bis auf den Haustürschlüssel. Und der wird wohl kaum ein Beweis sein. You know what? Forget it. Great. What the hell? Okay, dann schauen wir uns vielleicht mal weiter in der Wohnung um. Thunder. I was not expecting a storm tonight. Oh, gerade ist ein Gewitter aufgekommen. Ich könnte ihr ja vielleicht beim nächsten Mal sagen, jetzt kommt gleich ein Gewitter. Wäre vielleicht ein bisschen weird, aber an sich ist das schon ein kleiner Beweis zumindest, oder? In der Spüle ist nichts? Nee. Die Frage ist, wo ist denn diese Uhr? Kann ich mit dem Radio was machen? Oh ja, vielleicht irgendwelche Nachrichten abhören? Wobei, die werden ja auch den ganzen Tag über wiederholt, ne? Oh, warte, was macht sie mit der Tasse? Sie hat die Tasse eingepackt. Okay, holt sich was zu trinken. Da ist ein Löffel. Vielleicht kann ich mit dem meine Handschellen oder was der Typ mir anlegt, aufmachen. Liest sie da gerade was über die Zeitschleife, in der wir stecken? Wie witzig. I don't know. I've always been curious about it. My dad was always into that sort of thing. My Zen wife, huh? Look, there's a line. It is only by forgetting that we ever really drop the thread of time and approach the experience of living in the present moment. Babe. Cool. Good talk, honey. As you were. Ich habe noch eine Idee. Das ist zwar eine relativ billige Idee, aber können wir mal probieren. Und zwar uns einfach mal in dem Schrank verstecken und warten, bis der Typ kommt. Er wird mich safe finden, aber vielleicht erhalten wir so noch Informationen, die er nicht droppen würde, wenn wir da sind. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier sogar nach draußen schauen. Okay, okay. Wer weiß, vielleicht kann ich mich mit den Löffeln irgendwie wehren. Hä, was ist jetzt los? Achso, spult es jetzt genau für den Moment. Oh, okay, 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 okay. Ja, dann genießen wir mal die Show. Vielleicht gibt es jetzt noch irgendeine Zusatzinfo. Gucken wir mal. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Boah, der Typ ist so aggressiv, ne? Ow. Alter. What's going on? Help me. Will you come help me? Well, who come help you? My friends. So, someone is here. Ah, shit. This is a mistake.
Oh, ich habe noch eine Idee. Von Anfang an in den Schrank gehen. Weil dann weiß sie doch nicht, dass wir zu Hause sind. Look, I don't know. Dann kann sie uns nicht verpetzen, sozusagen. You're making a mistake. This is... You can't do this. Warte, kann ich jetzt vielleicht schnell die Polizei rufen? Also die richtige Polizei? Was habe ich denn da eigentlich? Ah, ein Becher. In den USA ist es 911, oder? Oh shit! Er hat gerade die Tür aufgemacht! Nein! Oh nein! Ja, das war's dann wohl. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. Hey, listen. Diesmal sage ich, dass ich unschuldig bin. Das wird ihn zwar überhaupt nicht interessieren, aber okay. Whoa, I didn't do anything. Sure you didn't. Shut up and don't move. I'll deal with you in a minute. No. That can't be right. Shut up. No, just my hands. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Ich bräuchte eine Schere oder so, um diese Kabelbinder da abzumachen. Der Rest bringt mir halt überhaupt nichts. You must be thinking of someone else. Ah, no playing dumb. Tell me where the watch is. Listen, I fucking warned you. Oh nein. Okay, er geht immer auf mich los, wenn ich dazwischen plappere. Dann kriegt er einen Hass auf mich und killt mich. Please don't stop. Stop. Oh my God. Hör auf! Motherfucker. I'm gonna fucking get you. Aber jetzt, wenn ich von Anfang an reingehe, dann weiß sie ja nicht, dass ich da bin und kann ihm auch keinen Hinweis geben. Ich möchte das jetzt mal probieren. Sie kommt wahrscheinlich jetzt gleich, aber weiß nicht, dass ich da bin. Richtig? Now we wait. Okay. Okay. Auf jeden Fall schon mal was anderes. Alles klar? Aber ich muss auch mal in die Küche gehen. Da muss ja irgendein Messer sein oder eine Schere, irgendwas. Aber ich sammle jetzt erstmal Informationen, weil bin planlos. Kurz für den Stream, Domi. Danke, Adrian Recke, fürs Reinschauen hier. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Jetzt müssen wir doch irgendwelche Infos noch bekommen. Komm, gönn. Hey, you're hurting me. Ow. I don't know what you... This is a mistake. Uh-huh. I don't... You must be... Look... I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk about this. We will. I don't know who you are, but I am not who you're looking for. This... Anyone else? It's a mistake. Come on out. Please, oh, fuck. Please don't hurt me. Anyone else here? Ah, 911 ist die Notrufnummer in den USA. Okay. He's at work. Hab grad nochmal nachgeschaut. Any second. Ja, dann lass doch einfach jetzt mal wählen, oder? Yo, der... Hat der Bastard sie gerade getreten, Digga? Was zum Teufel? Wie ehrenlos kann man sein? Scheiße, der verprügelt sie. Ja, das hier werden die mir nicht glauben. Es gibt also auch 31er-Optionen. Nein, wir halten zu unserer Frau. Hallo, wir haben uns bei unserer Eheschließung geschworen, dass wir alles durchstehen und das werden wir auch tun. The question is how much you make me hurt you. Sending a unit right now. I don't know about any minutes. Nein. See how creative I can get. Help.
They're heading your way right now. Get to a safe place. Be honest with yourself. Scheiße, sie brauchen 15 Minuten. Das heißt, die Zeit haben wir nicht. Nobody's gonna save you. If you want to live, tell me where the watch is. This is your very last chance. What the hell? It's in the vent in the bathroom. Oh. Under the medicine cabinet. Good girl. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wo die Uhr ist. Wir wissen, wo die Rolex ist. Im Vent. You find it? I did. Okay, now will you let me go? What are you? Easy now. Deep breath. Bruder, du hast, was du willst, dann verpiss dich doch. Yo, was ist das für ein Spast? Also sorry, aber... Und dann lässt das auch noch aussehen wie ein Selbstmord. What the fuck? That was horrible. It's... I'm sorry. I'm so sorry. I should have done something, but it's gonna restart soon. I'm gonna see you soon. I'm gonna see you real soon. I have to. Ja, hoffen wir es mal, ne? Vielleicht gibt's jetzt ja keinen Rücksetzpunkt. Dann ist sie tot und du hast zugeschaut. Wäre ein bisschen Belastung. Ehefrau in Klammern tot. Ja, und wir latschen auch noch auf ihrem Kopf rum. Oh, Hausschlüssel? Buch. Jetzt können wir ihr Buch lesen und vielleicht irgendwas aus dem Buch rausziehen, was wir ihr später sagen können, damit sie weiß, dass es tatsächlich eine Zeitschleife ist und ich die Wahrheit sage. Oder? Ist doch eine gute Idee. Huh? It is only by forgetting that we ever really drop the thread of time and approach the experiences of living in the present moment. Okay, merkt ihr diesen Spruch? Bruder. Aber was anderes kann ich da nicht rausziehen, oder? Aus dem Buch. Nee. Huh? Ja, okay. Alles klar. Was ist mit dem Hausschlüssel? Ist der gleiche wie den ich habe. Aber es wird nicht ohne Grund zwei geben. Das heißt, ich kann mit dem zweiten noch irgendwas machen. Warte mal. Jetzt mal ganz wilde Theorie. Das Zimmer... Kann ich rausgehen? Ja, oder? Hey. Scheiße. Ich wollte gerade in das Nebenzimmer, wo angeblich niemand wohnt. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Ah, crap. Jetzt habe ich wieder nichts, ne? Ja. Schade. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht so 200er IQ. Haben wir was in der Kommode? Oh. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Yeah. Yeah, I know. I'm sorry. Thanks. That sounds great. In a sec. Okay. Rude. Okay, was mache ich als nächstes? Ich glaube, also ich könnte natürlich jetzt die Uhr holen. Aber ich möchte erstmal versuchen, sie zu überzeugen. Warte mal. Warte, wir haben hier noch mehr Optionen. Erstmal versuchen wir, sie zu überzeugen. I'm living the same evening over and over. Been there. Ja, klingt nicht so gut. Ich hoffe übrigens, der Ton ist passend so. Wenn, dann sagt Bescheid. Ruf mal direkt. Meinst du, die Polizei geht nicht? Sie haben ja gesagt, es dauert 15 Minuten, bis sie da sind. Wir haben aber nur 12. Also, das ist leider keine Option. Wäre auch zu einfach gewesen, zugegebenermaßen. I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Wow me. So, kann ich ihr jetzt den Spruch aufsagen? Let's see. Nein. Okay, dann werde ich wohl die Uhr brauchen. Excited to get my mind blown. Aber wo ist der Lüftungsschacht? Hier ist nur ein Medizinschrank. Mit Schlaftabletten? What do you got? What about the pills? What about it? Yeah, nothing, I guess. Okay, good talk. Let me try something else. Let's see. Das Fenster.
Ach so, draußen. Ah, okay. Weil man kann ja einen Lüftungsschacht auch drin haben. Aber gut, dann gucken wir mal raus. Hallo, Bruder? Warum geht er jetzt wieder zurück? In a few seconds we're gonna hear thunder. The forecast is clear. Yeah, I know. Wait and see. Ah, er versucht's mit dem Wetterbericht. Immerhin. Immerhin. Das hatte ich ja auch vorhin gemeint. Er könnte das Gewitter erwähnen. Ist schon mal nicht schlecht. Wow. Aber ich glaube, wir brauchen die Uhr. How did you do that? See? I'm in a time loop. Obwohl, warte mal. Believe me now? I mean, it was definitely something. I'm gonna need a little more than that to swallow the whole story. Dachte ich mir. Genau das, was ich mir schon dachte. Sie sagt sich so, okay, ist schon. Es ist nicht Beweis genug, ne? Es ist nicht Beweis genug. Alles klar. Dann geben wir das jetzt mal auf, weil dann kann ich mich, glaube ich, wieder frei bewegen. So, ich wusste auch nicht, dass er jetzt alles, was ich anklicke, ihr zeigen möchte als Beweis. I already used the storm as proof. Ja, du sollst das Fenster aufmachen. I already used the storm as proof. Hä? Geht nicht. I wanna expand my paradigm. What the fuck? Wir haben uns jetzt hier eingesperrt. Oh, tatsächlich. Dann muss der Typ erstmal in die Tür eintreten. Also, das wird ihn wahrscheinlich auch nicht hindern, uns umzubringen, aber. Hey, what about the sink? What about it? I'm not sure. Cool. Let's see. The anticipation. Die Frage ist, was habe ich jetzt falsch gemacht? Er will jetzt nur noch nach draußen gucken, aber das Fenster nicht öffnen. Oder ist der Lüftungsschacht doch hier irgendwo? Hier ist übrigens auch ein Schalter. The light switch. What about the light switch? What about it? Yeah, nothing, I guess. Oh, okay. Die sind immer noch in diesem Scheißgespräch von wegen, bring mir einen Beweis. Ich habe doch gesagt, aufgeben. Halt doch die Schnauze jetzt. Ich gebe es auf. Hallo. Great. Du bleibst hier drin. Could you move, please? Nein. Lass doch zu, du dumme Kuh. Okay, ihr dürft mir einen Tipp geben bei dem Lüftungsschacht. Oder warte, eine Sekunde noch. Ich will das Licht anmachen. Und nochmal in den Schrank schauen. Was denn eigentlich mit den Schlaftabletten? Ich kann ja wohl den Typen niemals dazu bringen, das zu saufen, oder? Höchstens mich selber, was auch nichts bringt, oder sie, aber... Ja, wobei, warte, wenn ich sie einschlafen lasse, dann kann er die Information von ihr nicht bekommen. Oh, stimmt, und sie macht sich doch ein Getränk. Das hört man jetzt sogar gerade. Das heißt, es ist jetzt zu spät dafür, aber wir können vielleicht im nächsten Run versuchen, sie einpennen zu lassen. Oder kann ich ihr das vielleicht noch irgendwie anbieten jetzt? Moment. Ja, okay. Having trouble sleeping, huh? You have no idea. Oh fuck, er kommt. Scheiße. Ich kann das Wasser nicht mehr reintun. Ja, okay, ist RIP. Dann machen wir jetzt ganz banal hier die Tür zu und hoffen aufs Beste. Aber es kann ja eigentlich nicht funktionieren. I'm with the police. Turn around, please. What? Nein, du sollst es zumachen. Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Und wo ist jetzt der scheiß Lüftungsschacht? Ich habe das Gefühl, dass in dem Schrank noch was sein muss. What is going on? Help me. Und im Schlafzimmer war noch ein Geschenk, by the way. Ach hier, Ventilatorgitter. Was? Das sieht man ja gar nicht. Ja, moin. Mach auf. Wobei es jetzt eh zu spät ist, ne? Aber dann wissen wir zumindest das nächste Mal, wo die Uhr ist. Er kann es mit den Händen nicht öffnen. Oh, warte, sind dafür die Löffel? Oh, hi. You're making a mistake. This is... You can't do this. Please, listen. This is more complicated than you think. Hab jetzt alle Videos auf deinem Kanal gesehen, glaube ich dir nicht, Julix, aber danke dir auf jeden Fall. No, 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 that can't be right. Shut up. You know what this is. Now, wait. Hey, listen.
Ja, no, never mind. Ich spule das jetzt mal vor, weil das haben wir eh verloren. Schon okay. Ach warte, diesmal kann ich aufstehen. Jo! Da lässt sich aber auch immer was Neues einfallen, ne? Jesus Christ. Okay, okay, warte. Wir packen jetzt mal die Löffel ein. Vielleicht kann ich mit denen das Gitter so rausziehen. Und ich möchte eigentlich auch noch wissen, was da für ein Geschenk im Schlafzimmer ist, aber... Schwierig. Ja, knutsch mich ab, ist okay. Not. Okay. Rude. Boah, ich hab sie jetzt voll abserviert. Ah, warte, ich glaube, ich muss diesen Becher hier nehmen, oder? Weil das ist ihre. Egal, ich habe jetzt einfach mal alle genommen, um sicher zu gehen. Genau, ich leg sie schlafen, dann bekommt sie nämlich auch nichts mit, wenn ich die Uhr nehme. Das ist doch mal eine Idee. Kann ich das vielleicht auch alles hier machen? Dann sieht sie auch nicht, wie ich das Wasser reinfülle. Dann ist es so richtig secret. Aber Alter, boah, ich fühle mich da voll schlecht. Hallo, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr schleicht euch ins Bad, um eurer Frau Schlaftabletten zu geben. What the hell? Das ist schon Hardcore-Shit. Aber wir tun es für ihre Sicherheit. Also, let's go. Tu noch Wasser rein. Mach schon. Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Mind doing that tomorrow? Brauchen wir kein Wasser? Where are all the glasses? Oh, ihr fällt auf, dass die Gläser weg sind. Kann ich ihr jetzt eins geben? Wobei, wir haben hier noch nicht alles ausprobiert, ne? Nach der Vergangenheit fragen. Wie ist ihr Vater gestorben? Hey, how'd your father die? Well, that's a fun conversation topic. He had a heart attack. It was awful. Das deckt sich schon mal nicht mit dem, was der Typ sagt. Okay. Seien wir mal ganz direkt und sprechen die Uhr an. Dann muss ihr ja klar sein, dass irgendwas nicht stimmt. Did you ever own a pocket watch? A pocket watch? No. Not that I remember. Oha, sie lügt. Okay. Sure, a pocket watch, very valuable. Babe, I have no idea what you're talking about. WTF? Ich muss das Glas ins Waschbecken ziehen. Ach so. Fragen, ob sie ihren Vater umgebracht hat. Oh mein Gott, warte, warte, warte. Also irgendwie habe ich gerade Lust, das so weiterzuspinnen, aber sie wird mich gleich hassen, glaube ich. Oder durchdrehen. Moment. Beharren wir mal nur auf der Uhr. Wir wissen, dass sie da ist. Im Gespräch mit dem Dude hat sie offenbart. Warum sagt sie es uns nicht? Where'd you hide the watch? Will you stop with that? Ey, du dumme... Gut, du willst es nicht anders. Did you kill your father? Excuse me? No? Fun question, though. Real funny. Mm-hmm. Did you murder your father? What the fuck kind of question is that? Is this some kind of mind game? I'm not playing. In the next few minutes, a cop is gonna knock on her door. What are you talking about? Sie bitten, die Tür nicht aufzumachen. Das wird nichts bringen. Der Typ wird die wieder eintreten. Aber stimmt, wenn sie verschwindet, dann muss ich sie auch nicht betäuben. Can you? How about you leave the apartment? Are you kidding? I did all this stuff for us tonight. He's gonna hurt us. You gotta go. Just me.
You're not gonna come. I can't. It's complicated. Hey, if you want a little alone time, you can just say so. Alter, geh doch einfach. Verpiss dich jetzt. Will you just humor me? Just go downstairs for like 5 minutes. Come on, dude. Cut it out. Boah, Alter. Okay, über den Polizisten reden. Bitte mach die Tür Please nicht don't auf. Open that door. Come on, it could be anyone. Mach die Tür nicht auf! No, I'm serious, please, don't open that door, it's important. This isn't funny, babe. Eddie. Sehr emanzipiert, aber in diesem Fall zu ihrem Nachteil. Also, ist doch so. Mach doch einfach die Tür nicht auf, Mann. Come on, ich bitte dich doch nur um das. Let's talk later. Gut, wenn du es nicht anders willst, dann werde ich dir jetzt ein leckeres Getränk machen. Wenn sie es überhaupt noch annimmt, weil ich glaube, sie ist super sauer. Hä, sind die... Ach so, doch hier, Becher mit Tabletten. Okay. Ah ja. Okay, ich muss das ein bisschen mehr beachten, dass du viele Sachen auch irgendwo reinziehen kannst und dann kommt nochmal eine neue Interaktion. Und jetzt... muss ich das auch auf sie ziehen? Hä? Sie frage, ob sie mit dir tanzen will? Stell dir vor, du fragst deine Frau, jo, wo ist deine 60.000 Euro Rolex? Ich hab keine, hör auf, das zu fragen. Hast du deinen Vater umgebracht? Nein. Hast du ihn umgebracht? Nein, wirklich nicht, ich schwöre. Okay, wollen wir tanzen? What the fuck? Oh. Ich weiß nicht, warum diese Option jetzt aufgetaucht ist. Sehr, sehr strange. Das wird uns aber nicht retten und der Typ kommt jeden Moment. Let's talk later. Hier, sauf das. Water? Oh, sure. Okay. Jetzt aber schnell. Ah, warte, ich kann ja vielleicht währenddessen schon mal nach der... nach der Uhr gucken. Aber es muss doch auch noch irgendein Messer oder sowas geben. I'm so tired all of a sudden. Hey, sie ist müde, schon mal gut. Ich probier's jetzt erstmal mit den Löffeln. Das müsste doch funktionieren, oder? Aber Bruder, warum ist das so schwer versteckt? Ich meine, ich kann hier die Kamera auch nicht drehen, ich kann gar nichts. Naja, wie auch immer. Can't open that with just my hands. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Nimm das. Geht das? Ja, Objekt. Da ist die Rolex, Leute. So this was her father's watch. Oha. Must be worth a lot of money. Da ist sie, die Rolex. Aber was mache ich jetzt damit? Ich meine, also... Oh fuck, der Typ kommt. Kann ich die aus dem Fenster schmeißen? The storm's getting closer. Nein? Oh! Im Klo runterspülen! Oh mein Gott, wer macht denn bitte sowas? Oh mein Gott, nein! Oh, passt die überhaupt da durch? Passt die da durch? Nein, passt sie anscheinend nicht. Oder kann ich irgendwie spülen? Nein, scheinbar nicht. Come on, I know you're home. Open the door. Fuck, was machen wir jetzt? Er kommt auf jeden Fall nicht rein. Und sie schläft. Anyone home? Nein, keiner da. Verpiss dich. Hello? Police? Ich kann aber auch sonst nichts machen, ne? Warum kann man das scheiß Fenster nicht öffnen? Das fuckt mich so ab. Kann ich noch irgendwas tun? Ich könnte höchstens noch so einen Cocktail machen und den draußen als Falle hinlegen, aber als ob der so dumm ist und das trinkt. That's already got enough pills. Enough. Ach, geht nicht? Geht nur einmal. Ah, Scheiße.
Police. I have a warrant for your arrest. What's going on? On the ground. Now. Ich hab nichts gemacht, Bruder. Hä? Da liegt ein Messer. Warum sehe ich das jetzt erst? Oder war das vorher nicht da? Don't fucking move. Scheiße. Ja, aber er sucht ja sie, deswegen wird er jetzt erstmal... Ja, aber ich hab verkackt, oder? Komm ich jetzt noch schnell das Messer ran? Komm schnell, du Bruder, steh auf! I fucking warned you. Lauf! Nimm's mit dem Mund! Mit dem Mund! Oh, voll in den Sack. Ja, das war's. Okay. Shit, Alter! Fuck! Fuck! Okay. Moment, jetzt nehme ich das Messer. Das ist tatsächlich von Anfang an da. LOL! Ich hab das übersehen die ganze Zeit. Willst du mich verarschen oder was? Moment, ich hab eine Idee. Ich hab eine 200er IQ-Idee. Wir machen das alles nochmal so. Und wir gehen auch ins Schlafzimmer. Dann wird er reingehen, den Lichtschalter betätigen und umfallen, oder? Und theoretisch könnte ich ihn doch dann abstechen. Was schon ein bisschen krass ist, aber ich meine, come on, er will uns auch umbringen. Das wäre jetzt so meine nächste Idee. Machen wir das mal. Und die Rolex, ja, ich weiß nicht, was soll ich mit der Rolex machen? Wenn ich sie schon nicht im Klo runterspülen kann. Max Destroyer, danke für die Mitgliedschaft. Und auch an John, vielen Dank für den Support. Und wie gesagt, nochmal als Info für die, ein bisschen später reinkommen. Ich schaue kaum in den Chat aufgrund von Spoiler. Erst wenn ich nicht mehr weiter weiß, können wir ja gemeinsam weiter beraten. Wobei sicher auch einige von euch das Spiel schon kennen. Ich halt nicht. Aber macht sehr Spaß an der Stelle, möchte ich mal erwähnt haben. Sehr, sehr geil. Wenn ihr ebenfalls Interesse habt, das Game ist kostenlos im Game Pass auf der Xbox oder auch am PC. Und Link in der Beschreibung sowie ganz oben im Chat für etwas günstiger über Instant Gaming. Let's go. Die Rolex der Frau zeigen. Ja, stimmt. Dann könnten wir die Diskussion eröffnen. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber... Ja, was soll ich jetzt als erstes machen? Aber wir könnten aber beides schaffen. Ist ein guter Take von euch. Können wir versuchen, ja. Müsste zeitlich hinhauen. Erstmal reden, aber ich glaube, sie wird sich wieder verschließen. Wobei sie jetzt zumindest nicht mehr leugnen kann, dass die Uhr nicht existiert. Das ist Blödsinn. Und wenn sie dann immer noch nicht spurt, dann muss sie halt die Schlaftabletten trinken. Und wir verstecken uns beide im Schlafzimmer. Hm? What are you doing? Oh fuck, warte mal, die sieht das jetzt. You're gonna ruin the apartment because all because you, I don't even know what you're looking for. That's it. I'm out of here. Ich glaube, ich muss die Tür sogar zumachen. Sonst lässt sie mich nicht. I'm out. Warte, wie bitte? Ist sie jetzt gegangen? What? Aber wenn ich rausgehe, ist Reset, oder? Also so war es zumindest vorher. LOL? Okay, das ändert die Situation. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich tun soll. Er hat sie abgefangen. Okay, dann warte ich jetzt hier und schau mal, was passiert. Weil früher oder später wird er reinkommen. Und vielleicht habe ich Glück und er betätigt erstmal den Schalter. Oder kann ich mich unter das Bett verstecken? Geht das? Was ist in dem Geschenk? Kann ich das aufmachen? Vielleicht mit dem Messer? Well, who can help you? Nein? So, someone is here. Ah. Hello?
Geht auch so. Babykleidung. Ach, sie ist schwanger? Babyclothes? Er weiß es nicht! Jawohl! Oh! Als ob? Hä? Oh fuck, er kommt. Now you, hands behind your back, please. Don't move. Yeah. Please, listen. Okay, Rip, egal. Oder ich mach jetzt mal nichts. Bisher hat er mich immer umgebracht, weil ich mich so ein bisschen gewehrt habe. Ich mach jetzt mal nichts und gucke nur zu. Das hat jetzt die Situation komplett geändert, dass sie rausgelaufen ist. Sie war so sauer, dass sie rausgelaufen ist. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No, 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 that can't be right. Shut up. Ja, rauslaufen ist Reset. Okay, also in jeder Situation. Okay. Please, you must be thinking of someone else. Die Uhr ist vom Vorbesitzer. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, warte, habe ich vielleicht doch noch irgendeine Talk-Möglichkeit? Just you and me. Tell me where the watch is and we all go our separate way. Oder das Messer. Wenn er jetzt mit ihr redet, sieht das doch nicht, oder? Wobei, wie soll ich das verwenden, wenn ich gefesselt bin? Ja, geht nicht. Dann bringt mir das Messer doch nichts. Okay. Ach doch! Ach so! Schnell, mach, Bruder, schnell! No, 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 no. Ja, hat's gesehen. Please. Okay. Okay. Okay, tot. Just stop, please. I'll tell you. Just don't hurt him. Please. The watch is in the... Oh, fuck you. So, jetzt schicken wir sie direkt schlafen. Hab ich die Schnauze voll von der Alten. Lass mich in Ruhe, ich hol mir mein Bier. Not now. Okay. Lautze. Nein, Spaß. Niemals so mit eurer Frau reden, Leute. Außerdem wollen wir sie retten, nicht vergessen. Also, erstmal schicken wir die jetzt schlafen. Dann holen wir die Uhr. Ja, und dann verstecken wir uns irgendwo. In der Hoffnung, dass der Dude halt, sie, wenn er sie sucht, das Licht anmacht. Jetzt hat er es halt gerade nicht gemacht, weil er war eh schon auf 180 und hat es natürlich direkt gesehen, ne? Ich konnte mich halt leider nicht unter das Bett verstecken. Das wäre sonst eine gute Lösung gewesen, aber es ging nicht. Ach, warte, halt, Tür zu machen. Tür zu. Ich hab Durchfall. Könnte laut werden. Where are all the glasses? Die Gläser sind weg, aber ich geb dir gleich was. Bin ein fürsorglicher Ehemann, der sich um seine Frau sorgt. Besorge. Du Romantiker. Besorge dir alles, was du möchtest. Also, Rolex. Hab ich sie? Ja. Okay, ich hab die Rolex. Dann wieder raus. Oder halt, kann ich ihr hier schon das einfüllen? Dann sind wir jetzt auch sehr gut in der Zeit übrigens. Frag, ob sie schwanger ist. Stimmt, das könnte jetzt gehen, wo wir das gefunden haben. Aber oh mein Gott, das wird so GZSZ-Szene gleich. Ich mach das nächste Mal, okay? Weil jetzt haben wir gerade so eine gute Situation. Ich will jetzt erstmal sie schlafen legen. Und das muss doch funktionieren. Wenn er wirklich nicht weiß, wo wir sind, wo wir beide sind, läuft, also würde doch jeder normalerweise durchlaufen durch die Wohnung und das Licht anmachen, oder? Jetzt rein logisch betrachtet. Und dann müsste es ihn wegfetzen. Boom. Frage ist, kann ich ihn dann irgendwie fesseln? Vielleicht mit seinen eigenen Kabelbindern oder so. Aber wäre das nicht zu einfach? Weil darauf zu kommen, ist ja jetzt schon nicht so mega schwer, ne? Egal, das macht ja Spaß in einem Spiel. Einfach alles ausprobieren und gucken, was passiert. Die einfachen Dinge, die schwierigen Dinge, alles Mögliche. Wobei, warte. Ich möchte erstmal gucken, was habe ich für Gesprächsoptionen. Ob da jetzt schon was mit dem Baby ist oder nicht. Aber ich werde es jetzt noch nicht sagen, weil das würde sie wieder auffüllen und wer weiß, was passiert.
Nee, ich kann nur mit ihr tanzen. Ah. Oh, jetzt verstehe ich. Sie wollte mir heute sagen, dass sie schwanger ist, oder? Deswegen hat sie auch diesen besonderen Abend kreiert. Oh. I understand. Aber nein, es gibt hier keine Option. Ja, nicht so schlimm. Hier, Frauchen, ich hab dir was gemacht. Ist Fiji Water. Oh, ja, thanks. Ganz besonders. Tanzen und nach Baby fragen können wir dann einen anderen Mal machen. So. Aber was kann ich jetzt noch tun? Was ist eigentlich mit diesem Gemälde? Ist dahinter vielleicht irgendwas versteckt? Weil es ist so abstrakt. So tired all of a sudden. Oh, falsche Kerze. Lie down for a sec. We'll talk later. Ach, ich kann auch die Kerzen nehmen. Was zum Teufel? Warum das? Ich glaube, ich verstecke mich lieber im Schrank und nicht genauso wie sie im Schlafzimmer, weil wer weiß, vielleicht sieht er mich dann instant. Jetzt brauche ich halt Glück, dass er nicht zuerst hier reinguckt. Hoffen wir es mal. Und schauen wir uns hier mal noch weiter um. Gibt es hier noch irgendwas? Kann ich hier vielleicht so eine Kerze aufstellen? Aber bitte fackel hier nicht alles ab. I don't have enough space to drop it. Nee, geht nicht. Hm. Das Handy ist sonst für nichts gut. Ah, warte mal, Messages habe ich vorhin noch gar nicht. Bin so dumm, Alter. Bin so dumm. Hier sind einige Messages. Von Liebling. Verlasse gleich die Arbeit. Tut mir leid, dass ich wieder spät dran bin. Ich habe etwas zu Abend in meiner Pause gegessen. Also das ist ihr Handy, ja? Und die Nachricht ist von mir. Verstehe ich das richtig? Bin gerade auf der Arbeit angekommen. Geht's dir besser? Natürlich nervt Kotzen, aber bei dir sieht es verdammt sexy aus. Weiß er jetzt doch, dass sie schwanger ist? Hm. Hey Baby, ich habe wieder die Schlüssel vergessen. Ich weiß, können wir einen nachmachen lassen und ihn irgendwo am Eingang verstecken. Fehlte etwas oder war etwas an einer anderen Stelle? Auf mich wirkte das Apartment wie zuvor. Ja gut, das sind jetzt nicht so nützliche Hinweise. Oh, er kommt. Gibt ja auch sonst nichts, ne? Police, open up. Nee. Ja, dann wird's jetzt spannend. Kann ich das Messer eigentlich schon in die Hand nehmen? So, just in case? Hat er es jetzt oder hat er es nicht? What the hell? Ja, nimm das Messer! Da kommt ein Freak! Was heißt hier what the hell? Come on, I know you're home. Open the door. Junge, das Licht! Was ist denn mit dem Licht? Das Licht soll doch er anmachen, nicht ich. Oder meinst du das Licht hier im Wohnzimmer? Ja, ist ja egal, oder? Hello? Police! Come on out! Verstehe nicht so ganz, was ihr meint. Hier ist das Licht egal. Es geht ums Schlafzimmer. Okay, okay. What the? Fucking light switch. Nein. Man. Es hat bei ihm nicht funktioniert? Warum? Ach, warte. Das ist erst beim zweiten Mal, oder? Ja. Oh, scheiße. Jetzt bin ich RIP. Das ist erst beim zweiten Mal, weil sie hat doch im allerersten Durchlauf auch einmal das Licht angemacht. Das meint ihr wahrscheinlich auch, oder? Mm, crap. Nimm das Messer, du Honk. Don't move. Ach, komm, ey.
Ach, shit. Ja, dann bring mich um, du Arsch. Wobei, warte mal, er kriegt ja jetzt die Information nicht, die er haben will. Aber die Uhr hab ich. Moment, wenn ich... Was ist, wenn ich sie ihm jetzt mal zeige? Machen... Jetzt ist eh schon vorbei, jetzt sind wir eh RIP. Jetzt können wir doch mal hier so völlig durchdrehen und die Uhr einfach mal zeigen. Geht das nicht? Hallo, ich hab die Uhr, die du suchst. Bruder. Ach so, er fragt mich jetzt sogar. Wieso willst du die Uhr haben? Why do you even want the watch? Because I do. Where is it? What makes you think that she still has the watch? That thing is worth an awful lot. If she sold it, we'd know. Where is it? Was? Du musst das Messer zu ihr ziehen. Das mit dem Messer ist aber weird. Ich hab's doch zu mir und alles gezogen. Egal. Ja. I know where it is. I have it here with me. Just take it and leave us alone. Okay. There we are. Thank you for understanding why it needs to be this way. Erschießt du mich jetzt? Okay, sie ihm zu geben oder mit ihm zu reden bringt nichts. Alright, it's getting easier. Wenn das Licht im Wohnzimmer an ist, weiß das safe, dass jemand hier ist, oder? Ja, schon, aber... Ja gut, wir können es ja jetzt ja mal ausmachen. Wichtig ist ja scheinbar, dass wir auf jeden Fall einmal selber den Scheißschalter betätigen. So, dann macht er nur Knacks. Aber beim zweiten Mal... Wenn man jetzt nochmal betätigt, dann explodiert da was, ne? So war es ja vorhin, ganz am Anfang. I didn't hear you come in. Best not. Let me know. Yeah, I will. What's the occasion? I'll tell you over dessert. Spinnen wir doch einfach mal den Abend ganz normal weiter. Das konnten wir ja noch nicht machen. Okay, let's sit down. Great. Just give me one second. Would you just move a bit to your side? Ah, jetzt will sie das Geschenk holen. Okay. Okay. Ja, es gibt noch super viele Sachen, die wir noch nicht erlebt haben. Dann lass doch erstmal weitermachen. Vielleicht bekommen wir ja jetzt in dem Gespräch noch ein paar Infos, die wichtig sind. Genießen wir doch erstmal den Abend. Das alles, was bisher passiert ist, das vergessen wir jetzt einfach. Es war ein Albtraum, okay? Schöner, romantischer Abend mit dem Frauchen. Sie hat so lecker gekocht und gibt sich so viel Mühe. Großartig. Ehre. I love you. Wow. Guck mal an. Thunder. I was not expecting a storm tonight. Eigentlich wollte ich das schon ganz am Anfang machen und dann ist es direkt eskaliert. Ja, schmeckt gut. Also, ich meine, es riecht gut. Ich probiere es auch mal. Warte. Geil. Richtig gut. Michelin-Niveau. So, aber was willst du mir jetzt sagen? Oh, tanzen wäre doch jetzt eine gute Zeit, ne? You care to dance? Actually, that sounds really nice. After dessert? Oh, okay. Let's talk later. Aber warum steigen die eigentlich direkt mit dem Dessert ein? Not just dessert. I have something to share. Oha, oha. When is this my birthday? Just open it. Jetzt geht's los.
Oh, ist aber... Ey, aber jetzt mal Real Talk, das ist schon sehr romantisch und schön gemacht von ihr, oder? So? Ihm auf diese Art und Weise zu zeigen, yo, ich bin schwanger, finde ich schön. Ja. I'm pregnant! We're having a baby! What? Wow! Yeah, wow. So? How are you feeling over there? Stimmt, das ist ein bisschen weird. Warum hat sie den Namen schon alleine ausgesucht? Macht man das nicht gemeinsam? Ihr erzählen, was du denkst. Was denkt er denn? Das ist mir zu unsicher. Ich frag erstmal, warum der Name. Why Dahlia? I wanted to name her for your mother. Ach, but I never even knew her. So? She's still a part of you. Yeah. What if it's a boy? If it's a boy, then he won't be able to read that there's someone else's name on his onesie. It's a nice surprise. Don't overthink it. Now you want to talk about the actual pregnancy? Das hier stimmt zwar, aber solltest du halt jetzt nicht sagen. Genauso wie die dritte Option. Es wird einfach so heftig geil. Hey, it's gonna be great. You think so? You kidding me? You're incredible and I'm, you know, decent. The baby that we make is gonna be amazing. Yay. And we'll be so, so loved. Yeah, damn straight. Oh, schön. God, I love you. Mm. 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 Ja, so hätte es ausgehen können. Hey, we're doing it. We're having a baby. Hey, I have an idea. You know what? Tanzen? You're on. Let's dance. Yeah, okay. Ja, machen wir mal. Yeah, let's do it. You lead. I'll follow. Bin ich der Einzige, der diese Szene jetzt erst nach... über einer Stunde sieht. Es ist am Anfang wirklich so schnell eskaliert. Da habe ich dann vergessen, erstmal den ganzen Tag normal ablaufen zu lassen. Oh, genau in dem Moment kommt der Typ. Oh, wie belastend. Das ist schon sehr traurig, oder? Ich meine, es war so schön bis hierhin. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind. Ich möchte es mit dem scheiß Messer jetzt nochmal probieren. Ihr geben? Geht das? You're back. Let's go. Hold still. Ich weiß, Leute, ich weiß nicht wieso, aber er nimmt das Messer einfach nicht raus. Er nimmt es nicht raus, egal was ich tue. Er nimmt das Messer nicht raus. Nimm's in deine Hand. What is going on? Now you, hands behind your back, help me. Please. Will you come help? My wrists. Das waren aber nur 5 Minuten oder so. Ja, ich glaube, dass es ab und zu auch von alleine vorspult. Babe, will you tell him? You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No, 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 that can't be right. Shut up. Versuche jetzt nochmal, um mich zu befreien, aber eigentlich kann es nicht funktionieren. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Oder? Please, you must be thinking of jetzt ist noch am Anfang des Gesprächs, er bekommt das nicht mit. Tell me where the watch is. Ja, moin. Will you tell him? Nein! Ich bin frei! Kill ihn! Kill ihn! Mach doch was! Du Idiot! Fuck that guy. Ey, Bruder, wie kann man so dumm sein? Also ernsthaft. Wie kann man so dumm sein? LOL. Aber okay, nachdem wir das gesehen haben, wieder zurück zu dem Plan mit dem Lichtschalter. Vielleicht ist das ja doch die Lösung. Wobei mir das schon ein bisschen zu einfach vorkommt. Zieh das Messer auf den Polizisten. Das Messer hilft dir nichts. Er nimmt es dir sowieso ab und überwältigt dich trotzdem. Naja, aber hätte ich trotzdem gerne mal gesehen. Ja gut,
Bei der nächsten ähnlichen Situation probiere ich mal das Messer auf den Typen zu ziehen, aber jetzt verfolgen wir erstmal unseren Plan. Mit Rolex an uns nehmen, sie schlafen legen lassen, den Typ reinlaufen lassen und hoffentlich ihn wegsprengen. Bin gespannt. Es muss ja funktionieren eigentlich. Muss ja funktionieren. KMS Bismarck, danke dir für den Zehner. Ich weiß, es ist nicht viel. Doch, doch. Nicht über deine Größe und ich weiß, das hörst du öfters. Dennoch möchte ich dir für die circa 9 bis 10 Jahre danken, die ich schon dich kenne und schaue. Mach weiter so. Vielen, vielen Dank. Das ist mehr als genug. Danke dir für den Support. Das ist großartig. Danke dir. Das mit dem Lichtschalter ist für den Moment der richtige Weg. Für den Moment? Was soll das denn heißen? Jetzt sag aber nicht, die Situation ändert sich danach fundamental. Ja, egal. Nicht spoilern, ich will es selbst sehen. Also, wir machen das jetzt erstmal so. Nee, Moment. Ich hab was vergessen. Ja, ich hab noch nicht mal die Pillen genommen. Lost. Das war auch cool, dass du wirklich erstmal selber den Lichtschalter betätigen musst. Also du musst wirklich einiges bedenken immer pro Durchgang, ne? Sonst funktioniert es nicht. Und dann werden wir uns wieder im Schrank verstecken, weil das hat ja vorhin geklappt. Ach, was wir auch noch nicht hatten, ist ihr die Uhr zeigen, ne? Kann ich das überhaupt machen? Ja gut, ich könnte sie rausholen. Stimmt. Aber machen wir das danach. Machen wir das danach. Let's talk later. Weil ich bin krass gespannt auf das Ergebnis jetzt. Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. Ja. Jetzt abwarten, ne? Mehr kann ich nicht tun. So tired all of a sudden. Oh, just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Alter, ich bin jetzt voll hyped. Was wird passieren? Was wird passieren? Alter, WTF, wir sind ja so viele Zuschauer, sehe ich jetzt erst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Cool. Aber ist auch sau spannend, oder Leute? Tschüss. Hab echt bisschen Bammel jetzt. Lass uns noch das Handy nehmen. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber... Ich hab so einen Herzschlag, als wenn ich er wäre. Können wir noch irgendwas machen, Chat? Nee, ne? Ja, er sagt selber, jetzt warten wir. Okay, okay. Das ist aber dann auch so eine Art Zeichen von dem Spiel, dass man das richtig gemacht hat bis dahin, oder? Würde ich jetzt mal so interpretieren. Und let's go. Achso, das Licht aus! Oh! Wo geht das denn überhaupt? Ach, hier. Come on, I know you're home. Open the door. Ach, aus! Okay, und tschüss. Yeah, I know. Congratulations. On the ground. Arms behind. Aber sonst hat er sich übelst Zeit gelassen. Ma'am? Hello? Police? Wieso ist er jetzt so schnell gekommen? Oder warte, wenn er in ein anderes Zimmer geht, dann kann ich mich doch aufschnibbeln. Hat zwar einer im Chat gesagt,
dass er mich dann entwaffnet, aber dann sehen wir das zumindest mal. Nimm das Messer, du! Wobei, Moment! Es sollte doch trotzdem klappen, oder? Oder? LOL! Anders als geplant? Aber es hat funktioniert. Schnell befrei dich, Bruder. Jetzt wird's wild. Liegt der? Ist ja so sogar epischer, oder? Als wenn ich jetzt da in dem scheiß Schrank gewesen wäre. Ist ja voll geil. Befrei dich und let's go. Es hat funktioniert. Man muss das Licht scheinbar nicht ausmachen oder ist es nicht so wichtig? Keine Ahnung. Okay. Bewusstlos. Also, kann ich ihn fesseln? Nimm die Pistole. Nimm einfach alles. Oh, sein Handy. Ein Messer und die Kabelbinder. Lololololol, let's go. Fessel ihn. Jetzt geht's ab. Ey, das war best case. Ich bin jetzt sogar froh, dass das passiert ist. Was ist, wenn ich ihn jetzt einfach erschieße? Das kann nicht die Lösung sein, oder? Wir sollen bestimmt nicht so ein Stück Scheiße sein. Wir checken mal sein Telefon. What? Oh, verdammt, der wird schon wieder wach. Oh, you little shit. You just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. Dad, vergiss nicht, vor der Sitzung anzurufen, okay? Ich vergiss es immer und danach bin ich zu müde. Viel Glück heute, man merkte... Die Arme, wie gestresst du warst. Ich wünschte, du wärst hier. Krebs nervt. Hab dich lieb. Ach, als ob! So schnell? Nein! Was? Oh Gott. Ich kann doch so nie und nimmer die Informationen erhalten. Okay, neue Idee. Verstecken, sich nicht erwischen lassen, ihn wegsprengen, fesseln, ausrauben, dann im Klo einsperren, weil dann braucht er auch wieder ein bisschen, um zu checken, was ist passiert, wo bin ich. Und vielleicht habe ich so deutlich mehr Zeit, um mir sein Handy anzuschauen. Weil safe sind da ultra wichtige Informationen. Das ist aber schon ein bisschen Betrug, oder? Wieso? Der war ja eine Minute nur down. Das ist ein bisschen lächerlich, also sorry. Das ist ein bisschen lächerlich. Ich lag da vorhin 5 Minuten, als mich das Ding weggeschleudert hat. Schmutz. Und ich weiß nicht, muss man die Rolex holen? Ja, mach's einfach, Junge. Spoon's no good in its own. Was? Will der mich verarschen? Achso, ja. Aber wir haben jetzt wieder diverse Optionen. Das ist ja das Spannende. Wir probieren jetzt einfach alles nacheinander aus. Von sinnvoll zu sinnlos. Und das Sinnvollste ist wirklich ausrauben, verstecken und in der Zeit das Handy lesen, würde ich sagen. Ich könnte ihn natürlich auch einfach erschießen, aber ich bin mir sicher, das darf ich nicht. Werde ich aber auch mal machen. Wofür zum Geier ist eigentlich das Messer? Vor allem, ich habe ja dann 2. Und seins ist ein bisschen... stumpfer als meins. Let's talk later. Nein, wir labern jetzt nicht, du trinkst das. Vorzügliches Discounterwasser. I'm not thirsty anymore, but thanks. Oh, halt, schüsch, ich muss den Schalter noch betätigen. Zack. Nochmal. Okay. Wobei ich das Schlafzimmer auch noch nicht hundertprozentig durchforstet habe, ne? Was ist mit dem Bild? Bringt das Bild irgendwas? Polaroid-Foto. Vor 8 Jahren.
Also, meine Vermutung ist übrigens, sein Sohn hat ja scheinbar Krebs. Vielleicht ist er heilbar, kostet aber unnormal viel. Und ich weiß nicht, woher er die ganzen Informationen hat, aber er weiß, aus welchen Gründen auch immer, die haben hier eine fette Rolex und wahrscheinlich ist das das Geld, was er braucht, um ihn zu heilen, oder? Kann das sein? Komm, geh schlafen. Zieh das Messer auf dich selbst. Ja, aber bringt ja nichts. Warum geht sie denn jetzt nicht schlafen? Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Was? Habe ich es ihr noch nicht gegeben? Bin ich dumm? Here's this. I'm not thirsty anymore, but thanks. Ich hab sie doch gegeben, Chad, oder nicht? Ich bin mir sicher, ich hab's ihr gegeben. Sie hat es nicht getrunken. What? Warum? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe das gleich am Anfang genommen. Sie kann nichts getrunken haben. Was ist denn passiert? Hey, I'm reading over here. Will you turn the light back on? Okay, Frauchen, dann reden wir jetzt mal Tacheles. Let's talk later. I found your watch in the vent. What? There's a man, and he said that you killed your father. What the fuck are you talking about? I need you to tell me the truth. Where is this coming from? Listen, I'm sorry. I'm living the same 10 minutes over and over and over again. So look, I'll prove it to you. Are you fucking kidding me? Scheiße, er kommt. Let's see. Police, open up. What now? Mach nicht auf. Mach nicht auf. Warum habe ich diese Option jetzt nicht? So the man at the door, he's gonna say he's a cop. Doch, die andere Tasse war noch da. Yeah. Was? Scheiße. Scheiße. Don't open it. What? Why not? I'll explain later. Mach die Tür nicht auf. Trust me. Okay. Dann können wir ihn immer noch zum Umfallen bringen. Don't open the door. Macht sie es nicht? Okay, dann let's go. Scheiße. Stech ihn ab, du Idiot. What do we do? I'm with the police. Turn around, please. What? Mach. Me? Yes, you. Was macht ihr da? So, hey, hallo. LOL? Also, das ist ein bisschen unlogisch und schwachsinnig, oder? Was soll denn das? Stop. Was ist, wenn ich jetzt einfach gehe? Auch wieder Reset? Geht nicht. Now you, hands behind. Don't move. Ja, dann skip, scheiß drauf. Oh, fuck me, are you serious? Oh mein Gott, ist das Belasto. Well, sie zur Rede zu zwingen, bringt gar nichts. Gut. Also. Again this shit. Let's do it again. Knutscher, Knutscher. Lass es bitte sein. Not now. Okay. Fühle ich jetzt gerade nicht. Du bist älter geworden. Und wir nutzen den Moment mal ganz kurz, um uns hier auch ein bisschen umzuschauen, weil haben wir noch nie so richtig gemacht. Ist da noch was außer das Geschenk? Ja gut, ein BH. Ist jetzt aber der falsche Zeitpunkt, um pervy zu sein. Ein Bett ist gar nichts, oder? Nein! Nein! Was tust du? Ach so, du hast vergessen, das Messer auf den Typen zu ziehen. Ja, aber wie der Chat schon gesagt hat, bringt das halt nichts, ne? Als ob er jetzt einfach schläft. Oh, hier ist übrigens noch ein Ventilatorgitter, sehe ich gerade. Aber hier ist wahrscheinlich nichts, oder?
Wahrscheinlich ist hier nichts. Hold still. Auf einmal noch eine Rolex, doppelt so teuer. Nee, da ist gar nichts. Aber kann ich die Rolex dann später nicht vielleicht da reinstellen? Kann man da überhaupt was? Ja, es geht. Warum sollte ich das tun wollen? What is going on? Help me. Will you come help me? Don't fucking move. Ich will jetzt mal wissen, was passiert, wenn er kommt. Ich drück den Schalter. Ich will den... Nein. Schade. Legt er sich einfach hin und schläft. Nach allem, was passiert ist. So ein Keck. Es ist unglaublich, wie viel man in dem Spiel beachten muss. Ja, aber das macht es auch so geil. Wir haben halt bis jetzt noch nie den exakt selben Ablauf gesehen. Das ist so nice. Wir sind immer irgendeinen anderen neuen Shit. So. Aber jetzt wird mal wieder alles beachtet, bitte. Alle Gläser sind weg. Not. Okay. Bei den Kerzen bin ich völlig planlos. Da weiß ich absolut nicht, was die sollen. Wenn der Typ K.O. ist, steche ich ihn ab. Nee, erst will ich sein Handy auslesen. Da muss es irgendwelche wertvollen Infos geben. Du kannst das... Ach so, man kann das Gitter mit dem Schlüssel öffnen. Dann brauche ich die Löffel nicht mal dafür? Ach krass. Probier ich gleich mal aus. Lol, tatsächlich. Hä, wofür sind dann Kerzen und Löffel? Ja, mach erstmal. Dann ist der Stream zu Ende, wenn wir ein Ending gesehen haben. Aber selbst dann schauen wir uns nachher noch alle Endings an. Es ist sehr spannend. Ich feiere es bisher sehr hart. Aber jetzt möchte ich auch wieder einen Schritt weiterkommen. Hoffen wir, dass das klappt. Ich habe die Rolex noch nicht. Aber warum sollte ich mir die eigentlich holen? Bringt mir das irgendwas? Bisher nicht, ne? Sie meint, draußen ist ein Ersatzschlüssel. Vielleicht kommt er deswegen... Nein, den Ersatzschlüssel habe ich selber ganz am Anfang geused. Das ist der hier. Der... Ich weiß gar nicht, wie er reinkommt. Ich glaube, der tritt die Tür einfach ein. So, bitte sauf das jetzt. Water? Oh, yeah, thanks. Danke. I was about to grab some. Okay. Dann wird's jetzt gleich wieder spannend. Das Radio ist sonst auch für nichts gut, oder? The storm's getting closer. Was habe ich mit dem Bild hier? Das habe ich noch nie angeklickt. Ein Ei. Okay. So tired all of a sudden. Oh, just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Ja, ich denke, ich habe alles. Bis auf das Handy halt, aber ich gehe gleich eh in den Schrank. Mache das Licht aus. Nur just for fun, weil es scheint ja egal zu sein. Und dann warten wir. Let's go.
Du musst bis zum True-Ending spielen. Nee, wir schauen uns, wie gesagt, wenn ich ein Ending habe, dann ist das mein Ergebnis. Und danach schaue ich mir alle Endings an. Police, open up. Ich weiß auch nicht, was ist denn überhaupt das Ziel? Sie zu überzeugen, dass es eine Zeitschleife ist? Die Uhr wegzuschaffen? Ihn zu überwältigen und gefangen zu halten, bis die 12 Minuten zu Ende sind, ohne zu töten? Anyone home? Ich weiß es nicht. Jetzt holen wir uns erstmal die Infos aus seinem Handy. Police! Come on out! Okay. Das Fesseln hat aber auch überhaupt nichts gebracht, ne? Aber jetzt mal, also wie befreit er sich denn eigentlich? Also so ein paar Kritikpunkte habe ich aber schon, du. Ich meine, ich brauche ein Messer, um mich zu befreien. Wieso er nicht? Schon lächerlich. Wieso habe ich jetzt eigentlich zwei Kabelbinder? Vorhin war es doch nur einer, oder? Jetzt sag aber nicht, ich dummer Idiot, habe ihn nur einmal gefesselt. Kann man das zweimal machen? Vielleicht die, die Beine noch, oder? Lol. Geht das? He's already handcuffed. Nein. Scheiße. Das wäre jetzt geil gewesen. Aber auch das wieder so ein Punkt, warum geht das nicht? What? Er wird jetzt schon wieder wach. Leck mich am Arsch. Das ist lächerlich. Ich kann mir doch so überhaupt gar nichts angucken. Es tut mir auch leid, dass ich so aggressiv war. Ich bin einfach ausgelaugt. Ich bin froh, dass du mir noch zuhörst und ich deine Meinung immer noch ändern kann. Liebe dich, Dad. Unsere wiederholten Versuche, die ausstehenden Zahlungen von ihrem Konto abzuheben, wurden ignoriert. Ihr Konto hat damit keine negativen Krediteinträge bei Ihnen in... Was? What's his fucking head made of? Irgendwas muss ich falsch machen. Es muss eine Möglichkeit geben, ihn länger zu betäuben. Oder halt wirklich abstechen? Okay, wir versuchen das jetzt mal. Okay. Rude. Hierhin sind wir gut gekommen, aber das lässt mich etwas überfragt zurück. Mach doch auf. Ruf die Polizei gleich am Anfang. Wie gesagt, 12 Minuten haben wir, 15 Minuten braucht die Polizei. Muss ihn ins Bein schießen. Oh. Ja, stimmt. Muss ihn ja nicht umbringen. Dann machen wir es erstmal so. Kannst du ihm die Schlaftabletten... Ja, das mit den Schlaftabletten habe ich auch überlegt. Irgendwie sie ihm geben, aber mir fällt keine Möglichkeit ein, wie. Weil ich muss ihn dazu ja erstmal bringen, den Lichtschalter zu betätigen. Wie soll ich das machen? Ich muss ja die Frau irgendwie weg...
Ja, wobei, ich könnte sie natürlich wieder verärgern, aber er hat sie dann abgefangen. Nee, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das mit den Schlaftabletten habe ich natürlich auch überlegt, aber... Ich weiß nicht, wie ich ihn dazu bringen soll. Echt nicht. Water? Oh, yeah, thanks. Wir versuchen jetzt erstmal, ihm ins Bein zu schießen. Vielleicht klappt das ja. Auf jeden Fall muss es irgendwie gehen, ihn länger außer Gefecht zu setzen. Oder vielleicht bringt es ja auch einfach mal was, mit ihm zu reden, während er am Boden liegt. Weil dann ist er nicht mehr in der dominanten Position, Ansagen zu machen. Hat's jetzt getrunken oder habe ich wieder was verkackt? Bitte nicht. Ah doch, okay. Ah fuck, ich weiß gerade nicht, ob ich... Scheiße, hab ich, hier Chat, Bruder, hab ich den Lichtschalter betätigt? Ich weiß gerade nicht. Hab ich das vergessen? Ja, ich glaube, ich hab's nicht gemacht, oder? Ja, okay. Okay. Das Licht ist egal, wie wir gesehen haben. Ich weiß nicht, soll ich immer alle Sachen mitnehmen? Das Bild, was ist mit dem Bild? Daraus werde ich auch nicht schlau. Kann ich ihm vielleicht das Bild zeigen? Ich wüsste nicht, warum er da irgendwas zu sagen hätte, aber... Ja, keine Ahnung. Wir müssen jetzt ein bisschen rätseln. Wer war das nochmal auf dem Bild? Die Frau, oder? Vor 8 Jahren. Oder wie war das? New Year's Eve, 8 years ago. She was caught in the picture. Ja. Benutzt mal die Uhr. Ja, stimmt. Ja, sieht man halt die Zeit. Sonst nichts. My father-in-law's old pocket watch. Ich werde erstmal versuchen, mit ihm zu reden. We wait. Und ein paar Optionen durchgehen. Gibt's irgendwas Neues hier auf dem Handy? Nee, das, also dieses Handy ist komplett nutzlos, oder? Come on, I know you're home. Open the door. What the? Ich liebe dieses What the. Okay. Könnte natürlich auch mal diesen Jungen anrufen. Vielleicht kann der ja seinen Vater stoppen. Aber erstmal weiterlesen. Also Krankenversicherung hat gesagt, yay, kein Geld mehr da, scheiße. What? Oh, you little shit. Listen. Okay. Ah, Tochter, nicht Sohn. Okay. Fragen wir erstmal danach, weil das ist emotional. Das ist wahrscheinlich auch sein Motiv irgendwie. Your daughter is sick. Don't you fucking say another word. Cut me loose now. Okay, macht ihn nur wütend. What are we being accused of exactly? Let me go right now. You just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. Dumb son of a bitch.
Listen. Der nennt mich echt Haarsohn. Why do you want the Lass uns doch nochmal reden, Alter. I'm here for your wife. Let me go. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all of this. I don't have anything to do with it. All her fault. So, let me go. Please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me. And we can keep you out of this. Oh, okay. Okay, I will do whatever you want. Smart. I'm gonna get up slowly. Don't do anything stupid. Ah, das ist doch safe. Wieder nur ein Trick. Aber er ist doch gefesselt. Was will er denn machen? Think you clever? You better cut these handcuffs. Sure. Sure. Okay, let me go. Ja, und dann? Ach, scheiße, ich muss irgendwas machen. Ich zeig ihm jetzt mal das Bild. Keine Ahnung wieso, aber ich zeig ihm das Bild. Sir? What are you waiting for? Geht nicht, WTF? Er dreht sich um, Alter. Zeig ihm das Bild! Sir? Ja, geht nicht. Gut, dann zeige ich ihm mal die Uhr. Let's go, der Hase. No more questions for now. Warum geht das alles nicht? No more questions for now. Halt doch's Maul, ey. YOLO-Modus aktiv. Scheiße, habe ich ihn jetzt getötet? LOL? Es ist nicht. Und es geht weiter? Ja gut, Moment, dann haben wir jetzt, also, wir haben jetzt genug Zeit, das Telefon auszukundschaften. Also, im Endeffekt ist das ja genau das, was ich wollte. aber ich schätze mal, wenn die 12 Minuten vorbei sind, dann ist wieder Reset. Bumblebee. Das Krankenhaus hat gerade angerufen. Sie meinten, sie wollten mit dir über die Zahlungen reden. Ist alles okay? Ich habe gesagt, dass sie dich anrufen... Das Scrolling ist so scheiße in dem Spiel. Anrufen sollen. Okay, das heißt aber, ich habe recht. Er kann die Raten für die Behandlung seiner Tochter nicht mehr bezahlen und deswegen ist er jetzt so crazy drauf. Wir sind enttäuscht, dass wir aufgrund ihrer ausstehenden Zahlung nicht von ihnen gehört haben. Ihr Konto wird an ein Inkasso-Unternehmen transferiert. Ich fühle mich erschöpft und wünschte, du wärst hier. Das ist so unfair. Danke, dass du für mich da bist, Dad. Mom wäre stolz. Dank dir fühle ich mich stark. Ich hasse es, wie ich mich nach den Sitzungen fühle. Chemo nervt. Wünschte, du wärst hier. Glaub mir, Dad, auch ich bin gestresst. Hör mir einfach zu, okay? Wir schaffen das. Oh, und ich glaube, das ist jetzt die... Ja, das ist die letzte Nachricht. Ihr Konto ist überfällig, bitte tätigen Sie die volle ausstehende Zahlung innerhalb der nächsten 30 Days. Sollte Ihre Zahlung nicht eingehen, wird Ihr Konto an... Ja, kennen wir ja schon. Ach nee, das ist die älteste Nachricht. Oben ist logischerweise die neueste. Ja, okay. Und kann ich jetzt einfach eine dieser Nummern da anrufen vielleicht mal? Also ich würde jetzt echt gerne mal hier die Tochter anrufen. Muss ich mir... Ah, oh! Oha! Dachte, ich muss abtippen. Oh, Dad, the movie's about to start. I'll call you back later. I told you to call me earlier. Love you. Ach komm, was? Aber es hieß earlier. Heißt das, ich muss früher anrufen? Muss ich mir die Nummer merken? Ich mach mal ein Foto. Und dann kann ich mit meinem Handy anrufen. Dann brauche ich seins nicht und bin viel früher dran. Oh shit, die Musik ändert sich. Ich glaube, wir haben gleich Reset. Ein Versuch noch. Ich würde auch gerne mal das Inkasso-Unternehmen anrufen oder die Krankenversicherung. What? Wait, but... Oh, God damn it. Ja, gut. God damn it. God
Damn it. Allerdings, Bruder, du sagst es. Du sagst es. Oh, wir sind so nah dran, glaube ich. Vielleicht ist das keine schlechte Idee. Weil, wie gesagt, dieses Handy, das muss doch irgendeinen Sinn haben. Und das hat es jetzt auch, wenn wir die Mutter, die Tochter anrufen. Hoffe ich. Handynummer geleakt. Also 413. Oh. 555. 0193. Go. Du musst die Nummer nicht merken. Hello? Hey, I got your number from your dad. What? Ja, aber wie soll ich sie denn sonst anrufen? Ist egal. Auf jeden Fall funktioniert es so. Ich glaube, wenn ich das sage, wird sie mir nicht glauben und auflegen. Aber hier auch. Versuchen wir mal den direkten Draht. Listen, I know about your situation. And I'm sorry for you. Cancer is awful. Who are you? Fuck you. Ach komm, was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Rechts stehen alle anrufbaren Nummern. Oh. Ach so. Okay. Emergency Services. Dann danke für den Hinweis. Aber warum kann ich jetzt Inkasso nicht anrufen? Oder muss ich es erst mit seinem Handy gemacht haben? Ja, wahrscheinlich. Da wollte ich ja sogar, aber dann war die Zeit vorbei. Okay, okay, interessant. WTF? Oh Mann. Listen, I'm stuck in a time loop, and the loop restarts every time I leave the apartment. Sir, this line is for emergencies only. Natürlich glauben die mir nicht. I'm calling to report a murder. My wife, 8 years ago, she killed her father. Das weißt du doch gar nicht. I don't even know if I know her real name. Is she with you right now? Yeah, I was not expecting a storm tonight. Sir, move to a safe place. We're sending a unit right away. They'll be there in 15 minutes. 15 minutes? That's not gonna do me any good. Sir? Please, just, can they get here any faster? They'll be there as soon as possible. Okay, wild. Wild. Täglich grüßt das Murmeltier. Jo, allerdings. Aber wieder einiges Neues erlebt. Ich versuche jetzt nochmal die Tochter anzurufen. Aber ich glaube, es wird nicht gehen. Hey, sorry, I can't talk right now. Leave a message or just text me. Ja, hast nur eine Chance, sonst geht dir nicht mehr ran. Das dachte ich mir. Ja gut, dann ist diese Runde jetzt eigentlich schon verloren, oder? Könnt ihr jetzt nichts mehr machen. Da fällt euch noch irgendwas ein? Warum sitzt sie jetzt da? Not now. Okay. Rude. I'm living the same evening over and over. Been there. Wie kann ich ihr denn jetzt eigentlich was beweisen? Das hat ja noch nie funktioniert. Wow me. Oder? Let's see. Come on, I want to see a miracle. Und wenn ich jetzt die Uhr hole, dann kann sie doch eigentlich nicht sagen, dass es Bullshit ist. Aber ich schätze, sie wird durchdrehen. There's a pocket watch in the vent. I found it in the previous loop. What are you? I know it was your father's. And that you haven't told me everything about him. I don't know what you think you know. You sound crazy right now. Well, I'm not.
And I'll prove it again. I'll show you. Okay. Let's see. Alter, es gibt so viel tausend Wege, das ist ja krass. What are you doing? I already told her about the watch. Dann hol doch die Uhr, du dummer Idiot! Wie oft soll ich denn da unten noch drauf drücken? I already told her about the watch. Will er mich verarschen? Warum zum Teufel kann ich die Uhr jetzt nicht holen? Ah, forget it. Forget it? Chat? You're gonna throw it. I'm done. Ja, super, jetzt ist die Aggro und geht wieder. I don't need this right now. I'm out. Ja, und jetzt geht's. Und wieso vorher nicht? Was ist das denn? Just my hands. Schmutz. Ja, RIP. Die Runde ist vorbei. Excuse me, ma'am. Yeah? Follow me to your apartment. I'm with the police. Oh. All right. Das Geschenk? Meint ihr? Ja, ja, wobei, stimmt eigentlich. Ja, aber jetzt ist es eh schon vorbei. Thank you. Aber ja, habt ihr eigentlich recht, auch gute Möglichkeit. What's going on? No! Okay, das haben wir noch nicht gesehen. Das haben wir noch nicht gesehen. Guys, goddamn ox. Es ging nicht, weil du im Beweisauswählen-Modus warst. Ja, aber weil ich die Uhr da holen wollte. Oh Mann. Aber was machen wir denn jetzt? Wir haben wieder so viele Möglichkeiten. Ja, okay, warte mal. Als erstes sofort. Hey there. Jetzt hat sie mich gesehen. Ich bin nicht da. Was für eine weirde Situation! Du kommst von der Arbeit und versteckst dich erstmal instant im Schrank vor deiner Frau. Ja, ich will. Oh Mann, geil. Zu nice. Nee, was ich natürlich machen wollte, ist erstmal sofort die Polizei rufen, weil das wollte auch unbedingt jemand im Chat haben. Aber ich habe eigentlich schon tausendmal gesagt, dass das nicht geht. Außer die sagen jetzt, yo, wir haben jetzt hier noch eine super Spezialstreife im Lamborghini, die sind in 5 Minuten da. Emergency Services. Kann ich das jetzt einfach sagen, während die Tür offen ist? I'm calling to report a murder. Egal. My wife, 8 years ago she killed. I. Is she with you right now? Yeah, yeah, she's right here. Sir, move. We're sending a unit right away. They'll be there in 15 minutes. 15 minutes? That's not gonna do. Sir? Please, just. Nee, keine Chance. Keine Chance. Also, Polizei kannst du vergessen. Wie so oft. Dann nochmal die Tochter anrufen und eine andere Option auswählen. I wasn't expecting a storm tonight. Hello? Hey, hey. Why are you in the closet? Your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Oh, jetzt hat er ein bisschen was vorweggegriffen. Listen, I'm trapped in a time loop and I can't figure out. Scheiße. Kommen wir mit der Tochter ernsthaft nicht weiter? Hey, I finally remembered to put the spirit key outside. Okay, dann versuchen wir jetzt das mit dem Geschenk. Ich hab's schon hier. Mach's auf. Jetzt gibt's wieder Konfro. Und dann zeige ich ihr das Bild statt der Uhr. Ist vielleicht auch emotionaler. Oh, it's not really your thing. Huh? It is only by forgetting that we ever really drop the thread of time
and approach the experiences of living in the present moment. Wow, look at you. Yeah, I'm a pretty mindful dude. You never cease to amaze me. Also, Ansage. I'm living the same evening over and over. Been there. I'll prove it. Yeah, great, let's see it. Wow me. Jetzt kann ich aber auch wieder über... Na, egal. Nee, wir machen das mit dem Bild. Wir machen ein Bild, 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 Bild. Look. Ey, was... Bild, Quatsch. Babystrampler, meine ich natürlich. You opened it? Congratulations, you've successfully proved you are a jackass. Let's see. Nur weil ich das scheiß Ding aufgemacht habe? Was ist mit dir bitte falsch? Baby clothes. Again? Are you even trying? Let's see. Das heißt, es funktioniert nicht mit den Babysachen. Was ist denn... Ey, die Alte regt mich so auf, ne? Ganz ehrlich, du kannst sterben. Mir ist es egal, mittlerweile. Wenn ich jetzt die Uhr hole, wirst du wieder rumflennen. Aber ich lass dich gar nicht erstmal rein. Okay, I'm waiting. Ja, warte, bitte. Und halt die Schnauze. Ach, jetzt bin ich schon wieder in diesem... Beweis erbringen Modus. Fuck this. Mach die Tür auf, Bruder. Was ist dein Problem, ey? Oder darf ich jetzt? Ich darf. Aber ich habe das Gefühl, sie ist jetzt schon gegangen. Vorher nicht aufmachen. Was denn? Jetzt ist er schon da. I'll get it. Oh, Scheiße. So, about the day we starting. Let's deal with the door first, okay? Das Geschenk nicht öffnen. Hä, was? Als ob. I'm with the police. Babe? Turn around, please. Sir? What? Babe? Me? Zum Kotzen. Hey, what is this? I'm with the police. Turn around, please. Sir? What? Hey, listen. Me? What is... Oh, warte mal hier. Nach seiner Tochter fragen. Hatten wir auch noch nicht. What was your daughter doing? Mistake. You can't just come in like this. Jesus. Fragt er sich denn gar nicht, woher ich das weiß? Junge, Junge. Also, die nächsten Optionen. Aber nicht vergessen, wir müssen ihn auch nochmal umlegen, um die Nummer von der Krankenversicherung zu... Warum auch immer, aber ich will da auch mal anrufen. Ach, am Anfang sind die Desserts im Kühlschrank. Haben wir noch gar nicht gesehen. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made? Let me know. Yeah, I will. Oh ja, jetzt handeln wir erstmal die letzte Option bei der Tochter aus. Was wahrscheinlich auch wieder im Nichts verlaufen wird. Sehr schade, ich dachte, das wäre ein wichtiger Point, aber irgendwie nicht. Oder vielleicht passt die Kombination nicht. Why are you in the closet? Hello? Hey, your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt. Aber ganz ehrlich, warum darf ich das Geschenk nicht öffnen? Why would you say that? Ach so, dann wird sie wahrscheinlich nicht aggro, oder? Ja, aber komm, es ging doch nur um den Beweis. Ja, fragen wir erstmal, kannst du uns helfen irgendwie? Could you just talk to him, please? He will listen to you. Maybe she shouldn't have been a murderer? I mean, did you lose my number? Das heißt, die Tochter ist eingeweiht. Ernsthaft? Wow, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, thunder. I was not expecting a storm tonight. So, können wir sie jetzt endlich überzeugen.
I'm living the same. Wer weiß? I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Let's see. Excited to get my mind. This present. Look, look, it's clearly unopened. But I know there are baby clothes inside. I just bought them today. You're kind of freaking me out. But do you believe me now? I mean, I'm getting there, I guess. All right, let me try and prove something else. Okay. Jetzt die Uhr, oder was? Weil einen anderen Beweis habe ich ja nicht, ne? Willst du dann nicht wieder durchdrehen? Wait. What is it? Komm, wie viele Beweise soll ich ihr denn noch bringen? Wie er schon sagte, das Geschenk ist zu, er weiß, was drin ist. WTF, was will sie denn noch alles? You've hidden a watch in the vent under the medicine cabinet. What? I know you've been accused of killing your father, because I've been living the same 10 minutes over and over. I need you to tell me what really happened that night. I don't even know where to start. Okay. My dad wasn't always the man he wanted to be. After I was born, my mom was really focused on me, and I guess my dad felt... It doesn't matter. He started sleeping with my nanny. It was the start of my mom's spiral. Nothing was the same after she died. I blamed him. I mean... It was sort of his fault. And I poked at him a lot. We fought. Nobody can hurt you like the ones you love, right? Oh, anyway. God. Hey, I know that this is hard. But please, I need to know. Yeah. Yeah. Christmas Eve, he had caught me trying to sneak out. And I was so mad. I just poked at him and prodded at him, and he hit me. Jesus Christ. Anyway, I saw red, of course, and... Scheiße, jetzt echt? I grabbed one, and I shot him, and I just ran. Made it here on New Year's Eve. That Polaroid on the fridge was actually taken an hour after I got here. I was gonna turn myself in, but it was a new year. A few weeks later, you showed up and... Well, and things were almost good before it all ended today. I killed my father. Never thought I'd say that out loud. Police, open up. And now you know. What now? Ich weiß es nicht. Ich hab es eben noch gedacht, das stimmt alles nicht. Police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Aber das Polaroid-Foto ist doch jetzt der ultimative Beweis, um ihr instant klar zu machen, dass ich alles weiß, oder nicht? Oh, fuck, warte. Ich muss erstmal ein bisschen durchatmen. Also hat sie es echt getan? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das ist meine Frau und die hat ein Kind von mir. Eigentlich will ich jetzt nur noch sterben. Bring dich um. Now you, hands behind your back, please. No joke, ey. My wrists. I don't know what. Scheiße. Babe, will you tell me? Don't fucking move. This is a misunderstanding. Look, I... Oh, he's a fucking prick. Ich bin jetzt so enttäuscht gerade. Das darf doch nicht wahr sein. Das war jetzt circa die Hälfte des Spiels, echt? Okay. I didn't hear you come in. Best night ever.
Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Puh, SXMP, danke dir für die Mitgliedschaft. Sam Koch, kein Spoiler, stell dich vor die Tür. Vor dem, was? Vor den Korb. Warum sollte ich das tun? Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Perfekter Stream für den Sonntag. Danke dir, crispy.com. Was wir als nächstes machen, ist uns die Nummer von der Krankenkasse besorgen, weil ich weiß gerade nicht weiter und bin traurig. Also, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, mir wäre alles scheißegal, weil es gibt keinen guten Ausgang mehr. Es gibt keinen guten Ausgang. Außer du kannst irgendwie die Vergangenheit ändern, aber wie soll das funktionieren? Habe ich die Tassen eingepackt in meiner Schockstarre? Ich bin echt schockiert und traurig gerade. I was not expecting a storm tonight. Zeig dir das Bild. Ja, mache ich gleich. Ich will die Nummer erstmal. Dann haben wir nämlich alles von seinem Handy und müssen da nicht mehr hin. Also, glaube ich. Krankenkasse ist egal. Ja, trotzdem. Komm. Ey, fuck. Was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, ich kann sie ja nicht decken. Und so tun, als wüsste ich es nicht, kann ich auch nicht. Digga. Let's talk later. Danke für den Support, Mushu. Für die 10 Münzen, yeah, danke dir. Thanks. I was about to grab some. Wofür sind die scheiß Kerzen? Warum sind ja sogar noch falsche Kerzen? Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Mind doing that tomorrow? Warte, habe ich den. Doch, den Light Switch habe ich gerade betätigt, ne? I'm so tired all of a sudden. Oh, just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Da kommt nur Musik, sonst nichts. Nee. Okay. Rede dann nochmal mit ihm. Ja, kann ich machen. Hauptsache, ich habe die Nummer. Darum geht's mir jetzt primär. Ja. Und dann mal schauen. Gibt's überhaupt ein gutes? Na, wobei, nee, sag's mir nicht. Warte mal. Nee. Aber ich weiß, es sind so 7-8 Endings, glaube ich. Und es gibt ein True Ending. Don't know. Aber ich will darüber nichts wissen. Schauen wir uns eh ganz am Ende dann an. Come on, I know you're home. Open the door. Anyone home? Hello? Police. Come on out. So. What the? Okay. Vielleicht muss ich ihn ja auch nicht anschießen, sondern nur kurz mit dem Messer anstechen. Ach, keine Ahnung.
Bleib doch mal die ganze Zeit im Schrank. Naja, irgendwann wird er mich schon finden, ne? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Als ob das jetzt abgebrochen wurde. Was soll das? Oh, you little shit. Just made the biggest mistake. Thank you for calling. Blue Care First. Let me go right now. This call may be monitored or recorded for quality assurance and training purposes. I was gonna leave you out of this. All representatives are currently assisting other customers. Please stay on the line, and the next available representative will assist you. Ja, super. Die Zeit habe ich jetzt nicht, Mann. Ja, dann wirst du wieder umgenietet, Bruder. Don't do that. I won't tell anyone. Please. Hey, warte, nein, du. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte ihn nur anschießen. Dann muss man es wohl doch mit dem Messer machen. Ja, aber Moment, jetzt kann ich wenigstens hier mal dranbleiben, ne? Ah, fuck. Nächstes Mal mache ich es mit dem Messer, weil ich dachte, ich kann ihn jetzt auch nur so anschießen, aber nein, er bringt ihn immer um. This call may be monitored or recorded for quality assurance and training purposes. All representatives are currently assisting other customers. Please stay on the line, and the next available representative will assist you. Bester Moment für so eine Musik. Kannst auswählen, wo du ihn hinschießt. Nö. Der macht einfach. All doch, da stand Rumpfarm. Was? Please stay on the line, and the next available representative will assist you. Als ob. Wenn ich jetzt nochmal die Tochter anrufe, hilft mir das auch nichts, oder? Dad, the movie's about to start. I'll call you back later. I told you to. Na, okay. Nur die Frau irgendwie wach machen? Mit dem Messer. Geht das? Nee, ne? Was macht der? Nope, 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 negatory. Er weigert sich. Make any difference anymore. Hast du auch wieder recht. Ja, gut. Wenn man. Also. Das aber. Ey, Bruder, was? Woher willst du denn sehen, dass du da. Ach, egal. Dann machen wir das jetzt mal. Dann schießen wir mal ins Bein. Und ich glaube, ich hole jetzt auch mal die Rolex. Ach nee, halt. Was ist denn mit dem Bild? Soll ich ihr jetzt nicht vielleicht das Bild mal zeigen? Und... Hey there. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who... Let me know when you're... Yeah, I will. Ja, warte mal. Bevor wir irgendwas tun, rufen wir jetzt mal die Krankenversicherung an. Vielleicht sind ja jetzt nicht alle Mitarbeiter im Gespräch, wobei meine Erfahrung immer zeigt, egal wann du anrufst, du kommst nie durch. Egal wo. Vor allem nicht bei Vodafone. Thank you for calling Blue Care First. This call was? Oh nein, ich habe die falsche Nummer. Please stay on the line. Oder? Nee, doch nicht. Ja gut, macht dann wohl keinen Unterschied. Man kommt so oder so nicht an einen Mitarbeiter. Wüsste aber auch nicht, wie uns das weiterhilft, ehrlich gesagt. Na schön. Dum, 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 dum. Hey,
Hey, I finally remembered to put the spare key out. Gillette ab, die mäßig stechen. I wasn't expecting a storm. Ich probier's erstmal mit dem Fußschuss. Also wenn er mir dann noch hinterherrennen kann, dann wird's langsam lächerlich. Can't open that with just my hands. Ja, ist okay. Aber wir wollen ja auch nicht flüchten, wir wollen normal mit ihm reden. Rolex habe ich. Lichtschalter habe ich betätigt. Tabletten habe ich aber noch nicht gemacht. So, ich glaube, jetzt wird es gleich wieder interessant. Guess who has two thumbs and remember to pay the electric bill today. Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. Foto? Nur für den Fall der Fälle? Das muss ein Schlüssel-Item sein. Auch wenn jetzt noch nicht ganz klar ist, wie und in welcher Form. Tired all of a sudden. Oh, we'll talk. Schließ die Haustür ab. Ah, es bringt ja alles nichts. Außerdem weiß er, oder? Ach, da ist ja noch ein Guckloch. Lol. Kann ich dann sehen, wie er kommt? Aber ich weiß ja auch nicht wann, ne? Vielleicht wenn man den Aufzug hört. Aber jetzt haben wir so schön alle Sachen gesammelt. Wäre blöd, das herzugeben. Oh, ich glaube, er kommt. Ich höre Schritte, aber sehe nichts. Nee, lassen wir das. Jetzt kommt er. Okay. Ins Bein schießen. Und vielleicht ist er dann ja so weinerlich. Ich will doch nur meine Tochter retten. Bitte, bitte, bitte. Was musst du machen? Keine Ahnung. Das ist ja das Geile. Man hat diverse Gedanken im Kopf, aber man weiß nicht, wohin sie führen und man weiß auch nicht, was das Ziel ist. Aber gut, das... Das Ziel am Anfang war, unsere Frau retten, aber jetzt wissen wir, sie ist schuldig. Sie hat wirklich ihren Vater gekillt. Warum reagiert da keiner von den Nachbarn, ey? Was ist denn das? Hello? Police? Come on out. Das Spiel ist sehr, sehr schwer. Ja, soll's ja auch sein, sonst könntest du es ja wirklich super schnell durchspielen, ne? Ich meine, es sind ja nur 12 Minuten. Natürlich müssen sie es extrem verzwickt gestalten. Aber es macht wirklich Fun, immer so einen Schritt weiterzukommen oder zumindest eine neue Information zu bekommen. So wie auch jetzt hoffentlich.
Warum sollte ich ihn eigentlich fesseln? Es ist so nutzlos. Was ist besser, in den Arm oder in den Fuß schießen? Eigentlich in den Fuß, oder? Da bist du mehr ausgenockt. Wenn ihr mich fragt. Kann ich das jetzt schon machen? Ja, steht tatsächlich Bein, Kopf. Ist mir nicht aufgefallen. Fuck. Ist aber jetzt auch eindeutiger, wo er noch liegt. A leg. Oh. Und jetzt? Ja, okay, okay. Listen up. Oh. Auf jeden Fall mehr Optionen als vorher. Oder? Ach ja, nach dem Kindermädchen zum Beispiel können wir fragen. Das war doch wild vorhin. Beim Reveal, der mich erstmal 10 Minuten ausgenockt hat. What do you know about the nanny? Who? The nanny the old man had the affair with. What do you know about her? Why do you care about the nanny? It was years ago. Jetzt sag aber nicht, diese Nanny ist irgendwie seine Frau oder so, ne? Das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Fuck, warum? What are we being accused of exactly? You really have no idea, do you? 8 years ago, she murdered her father in cold blood. Ah, okay. What makes you think she did it? Of course she did it. Same gun, same room. It's obvious. Mm-hmm. How did her father die? Her. She shot him. Christmas Eve, 8 years ago. Didn't kill him, though. Then on New Year's Eve, she came back and finished the job. 2 shots, close range, heartless. What? Wait, what? No, 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 that's not true. Das ist neu. She told me she ran away on Christmas Eve. Uh-huh. But by New Year's, on New Year's, she was here. She was hundreds of miles away when he was killed. She was. Prove it. She's a murderer. Murderers lie. Das Bild. You don't have proof. Doch, das Bild habe ich. Das Bild. Das muss doch Beweis sein, oder? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht RIP, wenn ich Gespräch verlassen gehe. Aber hier ist auch keine Option von wegen Beweis zeigen. Lass es einfach. Hier, guck. Look at this picture. What about it? Look at the date. Mhm. December 31st. That's the day she murdered him. No, no, that is the day he was murdered, but she was hundreds of miles away. I don't understand. No shit, it wasn't her. She didn't kill him. Was ist denn jetzt die Wahrheit? So, who could have killed her father? I don't know. Everything points to her. Ja, aber... Okay, okay. Shh. Listen up. Soll ich ihm jetzt die Uhr zeigen? Why do you want the watch? Shit. Ah. I need a doctor. Yeah, I'll say. And I'm gonna hurt you again if you make me. The watch, come on. Fuck. Fucking watch. You have any idea what that thing is worth? Money? That's what this is about? You'd murder us for money? You really don't know. No. Your wife, her father, closest thing to family I ever had. You knew him? Know him. He taught me everything I know. He was good to me when no one else was, and that monster murdered him. You knew her father, right? Yeah. He was good to me. Taught me a lot. I owe him this. Now, will you please untie me? Soll ich ihn jetzt echt befreien? Er wirkt zumindest besonnen.
wir haben hier auch keine Optionen mehr. What do you want? Why are you? Listen up. Ja, wie mache ich mit dem Messer? Ich nicht, dass ich ihn jetzt absteche. Oh, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Fehler ist. Shit. Oh, Dizzy, I can't. Oh. Was? Wieso? Nein! Warum ist er jetzt tot? Vielleicht doch nur mit dem Messer kurz anpieksen? Vielleicht haben wir, also ich weiß nicht, ob wir dann dasselbe Gespräch haben. Messer ist auf jeden Fall sanfter und ungefährlicher als Schuss, oder? Verblutet, ja, ja, ja. Deswegen wurde ihm auch schwindelig. Das habe ich schon verstanden, aber es kam so plötzlich. Deswegen ist meine Idee ja auch, ihn jetzt nur anzupieksen. Tatsächlich würde ich jetzt aber gerne was anderes probieren und ihr erstmal das Bild zeigen wollen. You know, wise man once said. How? Never. Wobei, bringt das überhaupt irgendwas? Hast du verbannt? Nein, habe ich nicht. Oh, wir waren so nah dran. Ich dachte jetzt, wir schaffen es sogar. Weil er auch so ruhig war auf einmal. Und viel ausgeplaudert hat. Aber ich habe noch mehr Fragezeichen als davor. Mit ihr über die Vergangenheit reden. Ah, guck mal, hier sind jetzt auch neue Sachen. Oha, oha. So, your father's affair. What happened? What affair? I don't know about any affair. But thank you for that mental picture. You've been lying to me all this time? What? About your past, about your father. What? I don't know what you're talking about. Oh, hör doch auf, es zu leugnen, Mann. I know about the pocket watch. It's in the vent underneath the medicine cabinet. What? A man told me you killed your father. A man told you... What the fuck? I don't even want to say this, but look, I'm living the same few minutes over and over and over. What? Look, I know how your father died. How he really died. I don't know what you think, but you better. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. He hit you. How could you? I couldn't, right? You told me in a previous loop. I... Okay. What? Look, I'm on your side. On my side? Oh, God. Look. I couldn't. I didn't know how to tell you. Please, talk to me. Will you just say something? So then. Holy shit. Could you tell me again what happened that night? I don't want to do this. Could we please not do this? Please, babe. I need to know. You need to know. It was Christmas Eve. He caught me trying to sneak out. I was mad. I don't know. I was young, stupid. I went at him. I'd never seen it, but my dad had a rough side and I was pushing and pushing and he hit me. Baby, I am so sorry. I'd never been hit before. It was a shock. I don't remember grabbing the gun. He always had guns around. I shot him. I grabbed the watch and ran. I murdered my father. So there you go. Hey. You needed to know. Now you know. And I'm still here. I'm still with you. Yeah. For now.
Allerdings, ich bin so schnell wie möglich weg. I don't care. It doesn't matter. I forgave everything, all of it. All that matters is that we have each other. That's it. Wir brauchen erstmal ihr Vertrauen. Wouldn't that be nice? But you won't forget this. Neither of us will. Things like this just don't get forgiven. Hat sie schon recht. How'd you get the watch? That fucking watch. It was my mom's. Her grandfather actually made it. It was gonna pass down to me. Well, I guess it did, didn't it? Hey. After I shot him, I wasn't thinking. It was there and I just grabbed it. I hate that thing so much, but it's all I have left of them. Okay, wir haben jetzt zwar die Infos, aber es bringt uns halt auch nicht weiter, ne? And in the next few minutes, the cop is going to be at the door. He's how you found out about my dad? Yes. Ah, okay. Cop told me that he was there when your father bled out. I guess they were close. Fuck. Aber muss sie ihn dann nicht irgendwie kennen? Warum weiß sie nicht, wer er ist? Trust me, just don't open the door. Okay. Spielst du das heute durch? Ich hätte schon gerne ein Ending, ja, und danach dann alle Endings gesehen. Aber ich weiß halt gerade nicht, wie wir weiterkommen könnten. Es verläuft alles im Sand eigentlich. Diese fucking Uhr oder das Bild muss in irgendeiner Weise weiterführen. I need to think about this. Okay. I'm just I wanted to tell you. Nein, ich wollte jetzt das Bild zeigen und dann. Ach, Scheiße. Is that him? Ja, es ist er. Wir machen die Tür nicht auf. Guck mal hier das Foto. Reagierst du in irgendeiner Weise drauf? You didn't kill him. What? When you shot him, he survived. Somebody else killed him after you ran away. Somebody else? Come on, I know you're home. Open the door. Also ich hoffe, dass das die Wahrheit ist, ne? Wir wissen es nicht. Aber ich will es glauben. Ja, fuck. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. And we're back. He won't listen to us. How do I make him listen? Who would he listen to? Und wenn wir von Anfang an das Foto zeigen? Also sie hat gut geplaudert. Das ist schon mal schön. Aber hoffen wir jetzt einfach mal, sie hat es wirklich nicht. Also, sie hat schon auf ihn geschossen, aber gestorben ist er nicht durch sie, sondern durch jemand anderen. Aber wer zum Teufel? Wer? Oh, die ersten zwei Sachen sind jetzt sogar ausgegraut. I know about the pocket watch. It's in the vent underneath the medicine cabinet. Okay, wir sprechen nochmal die Uhr an. Alles klar. A man told me you killed your father. A man told you. What the fuck? I don't even know how to say this, but look, I'm living the same few minutes over and over and over. Ich kann hier leider nicht skippen. Look, I know how your father died. How he really died. I don't know what you think, but you better. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. He hit you. How could you? I couldn't. Du musst noch mit ihr tanzen. Nein, haben wir schon gemacht beim romantischen Dinner. Look, I'm on your side. On my side? Oh God. Look, I couldn't. I didn't know how to tell you. Ja, ist okay. Warum kann ich das nicht skippen, Alter? WTF. Hier, guck das Foto. Ich weiß, du bist hoffentlich unschuldig. You didn't kill him. What? When you shot him, he survived. Somebody else killed him after you ran away. Somebody else? Look. The data on the Polaroid, it proves you weren't there.
but that means... Okay, you ready? There's more. A man is about to ring the doorbell and accuse you of murder. What? He was close to your father, and when your dad died, it really messed him up. Okay. I'll be ready. I need to sit down. Was jetzt? Ihr sagen, dass das ein guter Zeichen für das Dessert ist. Ja, genau. Das nehmen wir jetzt. Lol. Oder tanzen. Care to dance? What? You want to dance? Right now. No, not now. Das ist natürlich Quatsch. Your nanny. What do you remember about her? My nanny? I was like 2 years old when she left. I never even knew her name. Your father's affair. God, I hate talking about this. I don't know. My dad loved my mom. But I guess having me made things tough on the marriage. And my nanny was right there. Ja, ist oft so. He wasn't always ein Kind ist auch eine heftige Belastung. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das muss man wollen und ja. Gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber wir sind noch mal einen Schritt weiter jetzt. How'd your mom find out about the affair? Dad knocked up the nanny and she wanted to keep it, so don't keep that secret. Oops. There were complications. Poor woman died in childbirth. Oh, sheesh. My dad, God, he wanted to adopt the kid, but he could not do that to my mom. What did your mom say? Nothing. She just got sick. She hated him so much by the end. What did he do? Nothing. He didn't do fucking anything. Denied it until the day she died. Oha. Das sind schon heftige Schicksale, oder? Shit. Aber wer hat ihn denn dann umgebracht? War es seine Frau? Aber die ist doch... Da hat die vielleicht ihren Tod vorgetäuscht? Jetzt werden wir mal ganz wild. Hat die ihren Tod vorgetäuscht, um dann im Schatten ihren Mann zu killen? Das wäre echt heftig. So, who could have killed him? I mean, with his work, he had a lot of enemies. It's not like he was always the easiest guy to deal with. I mean, I don't know. I never even imagined a possibility that... Es ist so spannend. Es kann in alle Richtungen ausgehen. Das ist echt Wahnsinn. What do you know about your nanny's child? Your brother, I guess? I honestly wasn't even sure he existed. I think I overheard stuff about my dad wanting to adopt him, but no way my mom would have it. She hated the idea of that kid so much. Aber der Typ kann nicht ihr Bruder sein, oder? Dafür ist er zu alt. Do you know where your brother is now? I have no idea. Sometimes I wonder if he was even real. My mom was so out of it. And I mean, if this kid did exist, I'm sure my dad would have tried to find him after my mom died. Jetzt kommt er gleich. Mann, wir haben so viele neue Infos ohne... Aber wobei doch, wir könnten... Scheiße. Ich müsste es jetzt theoretisch schaffen, ihn irgendwie in ein Gespräch zu verwickeln. Aber ich glaube, während ich am Boden liege, wird das nichts. But you... Why'd you lie to me all this time? I mean,
How was I gonna tell you? Hi, nice to meet you. By the way, I killed my father. I didn't want to get close to anyone, but you were so persistent. I guess I just wanted to believe I was who you thought I was. But well, guess that's over now, huh? Das ist vorbei, ja. Warten wir auf seine Ankunft. Ja gut, warum nicht? Vielleicht können wir ja wirklich einfach mal reden. Es müsste doch theoretisch auch möglich sein, durch die Tür mit ihm zu kommunizieren, oder? Weil dann kann er mir nichts tun und muss mir zuhören eigentlich. No, we wait. This is okay. Oho. What's happening? Da ist er. Was jetzt? Is that him? What do? Do we open the door? Keine Ahnung, Mann. Come on, I know you're home. Open the door. Okay, we'll tell him the truth. Ja. Mach. With the police. Sag's ihm. Turn around, please. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill anyone. Look, I can... No excuses. You have to listen to me. No, I do not. Only people I have to listen to are my daughter and my mother. And my mother's dead. Now shut up. That's enough. Fuck, ist, do- ist der doch der Sohn? No, it's not. I'm not here. Come on. Wie ich einfach so daneben stehe. Sir. Hör auf. Sir. Don't move. Help me. Will you come help me? Hey, look, it's okay. I'm not reading. Kann ich nicht das Bild oder so zeigen jetzt? Ach, ich hab's ja nicht mal. Ach, I don't know. This is a mistake. Tell me where the fucking watch is. Please. You're not leaving me with a choice here. Babe, will you... No. No, please! Will you? Okay? Just stop. Please! I'll tell you. Just don't hurt him. Please. Also, möchte nicht einfach normal reden. Ja, schade. Alright, it's getting easier. Dann haben wir ein paar neue Optionen jetzt. Alles nochmal genau so und ihm dann das Bild zeigen. Oder nochmal auf seine Tochter einreden. Weil es gab ja auch mal den Hinweis von wegen, ja, auf wen würde er hören? Wer könnte ihn... Jetzt nimm doch das Foto, du Vollidiot. Auf wen würde er hören? Und das kann ja nur seine Tochter sein. Und mit diesen neuen Informationen, vielleicht können wir sie auf unsere Seite ziehen. Und wir haben ja auch immer noch die Möglichkeit, ihn zu Fall zu bringen und dann nur mit dem Messer anzustupsen. Da war er ja auch ruhig und hat geredet. Digga, das ist so heftig. Du findest einen neuen Path und dann denkst du, es kann nur noch dieser Path sein und trotzdem spaltet er sich dann nochmal in 2, 3, 4, 5 Wege auf. Das gibt's doch nicht, ey. Versuchen wir es erstmal mit der Tochter. Hello? Hey, your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Hatten wir die Option schon mal? Ich glaube nicht. Nee, die ist auch als einzige weiß, okay. Listen, my wife is innocent, but your daddy, he won't listen to us. I don't know what you're talking about. He doesn't have the whole story. Please, could you just tell him to listen to us? No, why would... Please, he's making a big mistake. You can... I mean... Fine. Okay. Oha! I'll call him. Lol? Okay, ja moin. Ja moin. Und jetzt? Warte, ich bereite trotzdem mal alles vor. Das Foto habe ich. Vielleicht die Rolex noch holen? Wobei, die Rolex ist irgendwie total unwichtig geworden. Kann das sein? Weil er will die ja wirklich nur für Cash. Aber es kann ja nicht schaden.
Sehr gutes Spiel, ja, auf jeden Fall. Gibt bisher auch nur wenige Sachen, worüber ich mich aufrege. Ja, gut, jetzt vielleicht sie nochmal irgendwie überzeugen. Wise man once say, it's only by forgetting that we ever really drop the thread of time and approach the experience of living in the present moment. Wow. Never doubt my reading skills again. Yeah, okay, I won't. So, sie jetzt nochmal überzeugen irgendwie? Oder ist hier was Neues? Nicht wirklich, ne? I know about the pocket watch. It's in the vent underneath the medicine cabinet. What? Warum kann ich das denn nie skippen? Ach doch, jetzt. I mean, but... What? Look, how your father died, it was not what you think. I know how he really died. What are you... It was a heart attack. No, it wasn't. Oh, warte, warte. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. And he hit you. How? How could you? I couldn't. You told me in a previous loop. What? But he didn't die when you shot him. Where are you? He survived. Somebody else. Das war gut, aber nicht perfekt. Was? That old Polaroid from the coffee shop. It proves you weren't there. Okay, dann sind wir nah dran. Dann sind wir nah dran. Was habe ich falsch gemacht? Die Uhr? Ja, wahrscheinlich die Uhr. Wie gesagt, die Uhr ist wahrscheinlich nur so ein, wie nennt man das? Eine falsche Fährte. What? He was close to your father and when your dad died, it really messed him up. Okay. I'll be ready. Ja, aber dann weiß ich jetzt auch nicht, wie ich weiter verfahren soll. Erstmal Bild zeigen, dann vielleicht Uhr, weil jetzt habe ich sie ja schon. Here, you have to take the picture. I'm not gonna be able to give it to you later. Okay. Hä? Jetzt hat sie es einfach eingepackt? Aber warte, vielleicht ist das ja sogar gut. This is too much. Dann im Gespräch mit ihm vielleicht das Bild. Wenn sie es ihm selber zeigt. Keine Ahnung. Some cop guy is coming? Okay, we'll... Tell him the truth. He'll listen, right? He has to. Nein, wird er nicht. Als ein Idiot. Wobei, warte doch. Jetzt, wo seine Tochter ihn angerufen hat? Vielleicht schon. My whole... Vielleicht yes, schon. I thought... Okay, schauen wir mal. Ich lasse die Rolex jetzt mal in der Tasche. Hey, Bumblebee. Oh. What's up? Ach, sie ruft ihn jetzt erst an. Warte, kann ich gucken? What? What do you... Honey. So then... I think you got pranked. Who killed him? What the... Did they threaten you? Oh nein, das macht ihn noch wütender. If I could have done something. I could have stopped it. I guess... I mean... Oh, okay. I'll let you know about honey. That's it. Yeah, don't worry. That's the secret. I'll take care of it. That's the skeleton. And now that you know it, I mean, if you'll still have me, you can start fresh. Clean slate. All right. Is that him? Is that him? Doch, das war gut. Do we open the door? We need to tell him the truth. Okay. Come on. Sieht aber nicht so aus. Gefühlt ist er jetzt noch aggressiver als vorher. You think you're funny? Calling my family? What? What are you talking about? No more games. Das war ich. Hands behind your back. Nein, now. Chill. Wait, stop. I have something you need to see. What? Oh, zeigst du mir das Foto jetzt? I didn't kill my father. I have proof. Oha, okay. Sure you do. Look at this picture. Look at the date. New Year's Eve, the day my dad died. This coffee shop is around the corner. I couldn't have killed him. I can't be in two places at once. Congratulations. You faked a photograph. How do you fake a Polaroid? Listen, I know my father was important to you. I miss him too. But I always thought you weren't there. I wasn't there. But then... I don't know. But it wasn't me. I'm sorry. I really am.
Ernsthaft? My daughter, she's all I care about. She's dying. Cancer. And the insurance one. Ja, nimm die Rolex, scheiß drauf, dann kannst du zahlen. Ich brauch die nicht. That watch, though, it could cover it all. God, if she knew I was doing this, thank you for not... If you told her what I was really here for, she'd never talk to me again. I'm going now. Wait, just a second. Als ob. Nein! Nein! Jetzt willst du mir nicht sagen, aber hier, ich hab sie, du kannst sie haben. Ich brauch sie nicht. Mom, let's give him the watch. Ja, kein Problem. Nimm die Rolex und geh. Here. Take the watch. I'm pretty good at finding people, obviously. I'll find out who killed your father. Thank you. Actually, there's one thing that might help. What? When I found him, he lost a lot of blood. I tried to stop the bleeding, but... Anyway, he was saying something. What was he saying? Just the word monster, over and over. I always wondered what it meant. It's my brother. Oh my God. You have a brother. My mom was right. She was right all along. When my father and my nanny were having their affair, there was a baby, a boy. A baby? I knew about the affair, but he never mentioned a child. My mother hated him for it, hated the kid too, always yelling at my dad about the monster. That's him. I didn't know. I'm sorry. But I'll find him. For you and for him. Thank you. Wow. So what happens now? Is it over? I think it is. Yeah. Now we can go find your brother and move forward. Yeah. Yeah, wow. I never thought I'd be able to tell anyone what happened. I thought I'd have to hold that forever. But you listened. And you're still here. I told you. I'm not going anywhere. Man, I really, really love you. Really? Haben wir es geschafft? I really love you, you too. Ich hab's geahnt! What? I don't know. I just... Ich hab's gespürt, dass das nicht das Ende ist. Was zur Hölle? Was soll ich denn dann noch tun? Das darf nicht wahr sein! Ich kann es nicht fassen. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Ist das jetzt eine Sackgasse oder kann ich irgendwas mit den Informationen anfangen? Digga, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Aber die ganze Zeit habe ich es gespürt so, das ist fake. Das ist fake. Schatz. Das ist nicht das richtige Ende. Aber warum? Das war doch das Best Ending. Er hat die Rolex, kann seine Tochter retten. Alle wissen die Wahrheit. Okay, wir haben den Täter nicht, vielleicht deswegen. Ja, aber... Wie soll ich das denn bewerkstelligen? Sicher, dass das nicht eines der Endings war? Ja gut. Mit Sicherheit sagen kann ich dir natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass bei jedem richtigen Ending die Credits runterlaufen. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Es könnte... Doch, es könnte sein, dass das ein Ending ist, aber nur mit dem True Ending kommen die Credits. Könnte sein, weiß ich nicht. Aber warum zählt das denn nicht? Das war doch jetzt wirklich tipptopp. Mehr über den Bruder rausfinden. Zumindest etwas. Das war eines der Endings, schreibt einer.
Your brother, the one that killed your father, how can we find him? What are you talking about? I don't have a brother. Ja, wir müssen sie erstmal. I know about the pocket watch. It's in the vent underneath the medicine cabinet. Ach, was ein Troll-Move, ey. Look, how you... I know how you... What are you... No, it wasn't. Credits gibt's nur beim True Ending. How could you know that? I couldn't. I did... What are you... He's your brother. Nice, jeder sagt was anderes, ja, wie immer. He's the one. Wir machen jetzt erstmal weiter. What is going... I know. A man is about to ring the door. What? He was close to you, and when your dad died, it... So. Jetzt nochmal. Your half-brother? He's the killer. How do we find him? I don't know. Nobody ever told me anything about him. I don't even know his name. Okay, what about the nanny? I was 2 years old. I have no idea. I mean, the cop said he knew my father, right? Right? Maybe he was there back then? That cop? He's after your father's watch. His daughter has cancer, and the watch will pay for her treatment. That's awful. I can't imagine what that's like. Was muss ich anders machen? Let's talk later. This is too much. And some cop guy is coming? Okay, we'll tell him the truth. Und wenn wir die Rolex diesmal an Ort und Stelle lassen, meint ihr, das ändert was? He has to. Oder das Wasser mit Schla... Ja, aber warum? Das macht doch keinen Sinn. I mean, this whole... It's das Geschenk? Insane. Jetzt weiß ich wirklich nicht weiter. All these years, I thought... Nee, nicht zumachen. This is crazy. Let's talk later. Here, this. Oh, the present. Yeah. Yeah, let's talk about this later. My brother? I didn't think I had any other family. I don't know anything about him. Ach stimmt, ich muss doch sowieso noch die Tochter anrufen eigentlich, ne? I don't even know what questions to ask. I guess... I mean, the good news? That's it. That's the secret. That's the skeleton. And now Hello? That you know it, hey, I mean... Hey, your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna fresh. Hurt her. What are you talking... Das hier ist auch neu. Yeah, let's go. Listen, your daddy is gonna hurt us. He wants to steal from us so that he can pay for your treatment. What? I've no. Never been my dad, able to say that. He wouldn't well do that. Before. My wife has this expensive pocket watch, and your dad wants to kill us to get it. For listening. Oh, movie starting. Gotta go. Bye. Jetzt war ich ein Ticken zu langsam. Scheiße. Aber das können wir beim nächsten Mal nochmal versuchen, weil die Option ist neu und das ist ja dann auch wirklich die Wahrheit so. Is that him? What do we do? Do we open the door? Die Uhr untersuchen? Hä, wieso das denn jetzt? We need to tell him the truth. Come on, I know you're home. Open the door. Okay, we'll tell him the truth. I'm with the police. Turn around, please. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. Uh-huh. He had an affair. Stop talking.
people. You listen to me. No, I listen to innocent people, not murderers. Now shut up. Hold still. My father-in-law's old pocket watch. I didn't do it. Stimmt, vielleicht die Taschen nur ja noch irgendwo ein Secret. My father-in-law's old. My father-in-law. Sieht aber nicht so aus. Hat er sie jetzt umgelegt? Don't move. Oh, dieses Arschloch. I don't know. This is a mistake. Baby. Will you tell him? This picture. Is a misunderstanding. Say another word. I'm gonna cave your head Look, in. Look, I don't know. Don't have to handcuff sure. me. We can talk this out. There's a piece of evidence I need. Wait. Listen. Babe, show him the photo. Where's your father's pocket? Ja, ich hab das Foto doch gerade schon rausgenommen. Sure. I know you've got it. No, look at the picture. Babe, give it to him. It's important. It shows I'm innocent. It shows I never killed anyone. Ja, wie oft denn noch? Where's the watch? You're not listening to me. All right, have it your way. You're making... Boah, Digga, ey. ...a mistake. This Just look at it. I warned you. You can't do this. Please, Und listen. Tschüss. This is more complicated than you think. Ja, dann scheiß drauf. Ah, fuck. Wir rufen jetzt gleich mal die Tochter an. Oder muss ich mit ihm alleine sein, vielleicht? Ohne sie? Dann müsste ich sie nochmal schlafen schicken. Weiß ich halt nicht. Vielleicht, aber warum? Hello? Hey. Your dad says that my wife murdered her. Please, he is gonna... What are you talking... Listen, your daddy is gonna hurt us. He wants to steal from us so that he can pay for your treatment. What? No, my dad, he wouldn't do that. My wife? My wife has this expensive pocket watch and your dad wants to kill us to get it. What are you talking about? Just call him and ask him. Fine, I will. Okay. Ja, ich such meine Unterhosen. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Dankeschön. Let's talk later. Tatsächlich möchte ich nochmal versuchen, mit ihm alleine zu sein. Werde aber auch auf Nummer sicher gehen. Ah, warte, die Tassen weg. Die Tassen weg. Ich werde aber auch das Schlafzimmer vorbereiten für den Fall der Fälle. Ja, und das Foto natürlich, ganz wichtig. Aber ich bin, stand jetzt schon ein bisschen ratlos, ja. Auch was die Rolex angeht. Soll ich sie dort lassen oder soll ich sie holen? Aber ich denke schon, dass man die braucht. Ich hole einfach mal alles, oder? Ja, machen wir es erstmal mit allem. Und dann können wir immer noch schauen, was wir rauslassen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind zu 85% durch. Das ist echt sau schwer. Die Uhr früher anschauen. What the fuck? My father-in-law's old pocket watch. Äh.
Okay, ich kann sie ja nachher mal als erstes holen. Erstmal schlafen schicken und gucken, was passiert. So, sie weiß von gar nichts. Oder soll ich sie einweihen? Nee, let's talk later. Nee. Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. Also, jetzt habe ich alles. Das Mädchen ruft ihn an. Und er ist hoffentlich gechillt und gesprächsbereit. Und sie ist weg. Ein Trigger weniger. Mal sehen. Florian Holt, danke für 15 Münzen. Bin seit dem DKC Returns LP vor 10 Jahren dabei und wollte mal Danke sagen für die Arbeit. Vielen Dank, liebe Grüße an dich. We'll talk later. Muss mehr über den Bruder und das Kindermädchen rausfinden. Ja, das ist mir auch bewusst, nur das Wie ist die Frage. Ich hoffe halt, dass er jetzt im One-on-One-Gespräch, so Mann und zwischen Mann, sich irgendwie anders verhält. Keine Ahnung. Kann ich hier irgendwie auf ihn warten, dass er schneller geht? Nein? Schade. Ah, jetzt kommt er, okay. Hey Bumblebee, what's up? Honey, I think you got prank called. What did they threaten you? Honey, that's impossible. Das ist neu. Of course it's not true. I wouldn't. Hey, you're my little girl. I'll do anything. Ich glaube, jetzt ist er erst recht aggro, oder? Okay, I won't hurt anyone for you. I promise. I double promise. Yeah, okay. I'll be right there. Er geht echt? Er hält sein Versprechen. Ja, aber safe wird das jetzt auch nur irgendein Ending sein, aber nicht das Richtige. Was mache ich denn jetzt? Hä? Als ob? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ey, dieses Spiel hat 100 verschiedene Wege. Jetzt ist er echt weg. Was soll ich denn jetzt machen? Was ist falsch gemacht? Oh Mann, wieso? Kann ich noch irgendwas mit dir anstellen? Das Buch nehmen, ja, toll. Das bringt nichts, oder? Nee. It is only by forgetting that we ever really drop the thread of time and approach the experiences of living in the present moment. Es gibt 3 Endings mit Credits, alles andere sind nur Steam Achievements. Okay. Aber wieso gibt es so viele Endings? Was zur Hölle? Kann ich noch irgendjemanden... Ach stimmt, ich könnte doch jetzt nochmal die Tochter anrufen, oder? Hey, sorry, I can't talk right now. Leave a message or just text me. Sollen wir resetten? Weil das verläuft irgendwie im gar nichts.
Das gibt's doch nicht. Oder? Das ist mit Sicherheit kein Ending. Kann ich hier drin vielleicht nochmal vorspulen? Oh, WTF, Junge. Kann ich noch irgendwas mit ihr anstellen? Das ist ein ganz falscher Weg, sich an eine bewusstlose Frau ranzuwagen. Ja, allerdings. Ich meinte das natürlich nicht auf diese Art und Weise. Zumal, wenn sie bewusstlos ist, das ist... Also, ja, komm, lassen wir es. Ich resette mal. Ich fühle das nicht. Das führt, glaube ich, zu nichts. And we're back. Ich hole jetzt mal sofort die Uhr. Mann, ich werde noch wahnsinnig. Gibt's doch nicht, ey. I didn't hear you come in. Not now. Okay. Den Namen der Nanny rausfinden. Wie zum Teufel sollen wir das schaffen? Jetzt wollt ihr mir aber nicht sagen, dass wir irgendwie Zeit dazu gewonnen haben, oder? Weil das wäre crazy. Dann könnte nämlich auch der Notruf funktionieren. Nee, haben wir nicht. Was soll ich da mit der Scheißuhr? My father-in-law's old pocket watch. My father-in-law's old pocket watch. Check ich nicht, Alter. Oh, jetzt hat sie auch schon gesoffen, also die Runde ist eigentlich auch schon wieder für den Arsch. Fuck. Oh, Thunder. I know about the pocket watch. It's an event on. A man. A man. I don't. But what? Look, I know how. What are you? No, it was. It was. And he hit. How could you? I could. I did. What? He served your brother. He killed. I have a fuck. I have. He's the one that polar. It proves. What? I know. All right, there's more. Wollen wir nochmal... Also ich bin jetzt auch kurz davor, einen Tipp durch den Chat anzunehmen, aber wollen wir davor noch einmal versuchen, ihn umzunieten, kurz anzupieksen und zu kooperieren? Weil das hier wird jetzt eigentlich genauso verlaufen wie vorher, glaube ich. Das ändert jetzt gar nichts. Let's talk later. Wir finden den Namen ja nicht raus. Here, you have to take the picture. I'm not gonna be able to give it. Okay. And some cop guy is coming? Okay. Wir haben das ja auch alles schon. Ist alles ausgegraut. Let's eat. Look at that. I've lost my appetite. You could try again later. Jetzt kommt diese traurige Musik. Ja, aber dann wird es wieder dieses Ending geben, was im Nichts verläuft. Okay, we'll tell you. Umnieten ist gut, ja. Okay, dann machen wir das. Und wenn das nichts bringen sollte... Ja, ich glaube, dann dürft ihr mir helfen, weil dann bin ich tatsächlich auch jetzt am Ende. Leider. I mean. Here, have the. Nimm die scheiß Uhr. I mean, this whole. Ja, aber das hatten wir alles genau so schon. It's insane.
all these years, I thought... Vielleicht die Uhr nicht geben. This is crazy. Ja, aber warum? Das ist ja... Das kann ja unmöglich besser sein als die Version davor. Dann lassen wir ja seine Tochter einfach sterben. My brother. I didn't think I had any other family. I don't know anything about him. Police, is that him? Komm, mach auf. Is that him? Police, okay. I have a warrant for your arrest. Shit. On the ground, wait, now. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. Ach komm, ich gehe raus. Ich bin sicher, das führt zu nichts. Wir haben genau dasselbe wie vorher. Wir machen das jetzt mit dem Anschießen mal. And we're back. Anpieksen meine ich, anpieksen. Und dann, wir haben ja jetzt auch viel, viel mehr Infos als vorher. Ich versuche das mal. Das wollte ich jetzt aber nicht. Police, open up. Das kann ich jetzt eigentlich direkt abbrechen, oder nicht? I'm with the police. Ach, fuck, Alter. Right, please. Ja, what? Komm. Abbruch. Me? Yes, you. Schmutz. Hands behind your back. Let's go. Hey, listen. Darf ich mal durch, bitte? Oh, warte mal. No. Listen. My wife, hey. She didn't Who kill. Are you? Say another what is this? Word. See what happens. You can't just come in like this. Ja, juckt ihn nicht. Hold still. Okay. Oh my. Hey. You're hurting me. Ich hab was im Auto vergessen. And we're back. Lol. Also gut, dann jetzt straight. Soll sie halt, ich wollte ihr ausweichen, aber dann soll sie halt rauskommen, mich abknutschen. Okay, kein Thema, mach das. Ich mag ihren Gesang. Not now. Okay. Mit Rolex oder ohne? Na, machen wir mal mit. Hier rein, Junge. Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Can't do next month. Geschenk dem Polizisten geben. Wieso das denn? Ach, was mache ich denn? So und so. Ach so. Ihm das Geschenk zeigen, damit er weiß, dass wir auch ein Kind haben, oder was? Where are all the glasses? Ja, könnte funktionieren, aber nur in dem Moment, wenn er halt auch ruhig ist. Jetzt würde das erstmal nichts bringen. Aber können wir ja machen, wenn ich ihn angepiekst habe. Wüsste jetzt aber auch nicht, was das bringen sollte, weil wir haben ja eigentlich im Gespräch alles aus ihm raus. Also zumindest scheint es so. Keine Ahnung. Aber ja, ist dann zumindest eine neue Variation. Können wir machen. Jetzt erstmal geht sie schlafen. Oder? Oh, ja, thanks. I was about to grab some. Boah, Alter, wir spielen schon über 3 Stunden. Zu wild. Aber ich will auf jeden Fall einmal Credits sehen. Das muss doch möglich sein, Alter.
Ich wusste, dass das ein langer Stream wird, deswegen habe ich auch früher begonnen. Ich habe es ja am Anfang gesagt. Okay. So tired all of a sudden. Oh, just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Der Stream ist mega nice, freut mich sehr, danke dir. Auch schön, dass so viele da sind, obwohl ich bei diesem Stream eigentlich wenig erwartet habe. Ja. Immer schön, so positive Überraschungen zu sehen. Wir haben auch über 2000 Likes. Danke. Und wie gesagt, dranbleiben. Am Ende gibt's alle Endings. Da bin ich auch absolut gespannt drauf. Now we wait. Ja, ich wollte... Genau, ich wollte noch das Telefon nehmen. Jetzt darfst du. Oder? Habe ich alles beachtet? Ich hoffe schon. Warte, habe ich die Rolex? Ja. Nein, spulen! Sag bloß, es geht jetzt nicht mehr. Okay. A little longer. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Police, open up. 3 Stunden Rätselspaß. Vielleicht kaufe ich mir das Game auch. Ja, aber dann würde ich vielleicht am Ende des Streams abschalten, wenn ich alle Endings schaue. So als Tipp. Aber ich sag's dann nochmal an. Ich sag's dann nochmal an. Oben im Link sind 3 Monate Game Pass, by the way. Anyone home? Das Game ist im Game Pass. Was schon stark ist. Also Microsoft dreht da echt richtig auf mittlerweile. Krank. Come on out. Na komm, halt die Schnauze, geh ins ins Schlafzimmer und leg dich hin. Go, go, go. Put, put, put. What the? What the? Bam. Ja, also ich nehme mal das Geschenk. Seinen Stuff. Ich hoffe, er verblutet jetzt nicht auch mit dem Messer, weil es wäre schon Bullshit. Ah, aber vielleicht gibt es deswegen auch Unterschied. Bei dem Messer wird er vielleicht verbluten, bei dem nicht. Denke ich. Erstmal fesseln. Hätte nicht gedacht, dass das Game so fesselt. Ich mag Thriller. Ich auch total. Und deswegen war ich auch so mega gehypt auf das Game. Und es ist noch besser, als ich erwartet habe. Ah, jetzt wacht er auf. Okay, dann... Was? Jetzt kann ich mir nicht aussuchen, wo ich ihn ansteche? Mit dem anderen Messer auch nicht? Der hell? Als ob, Alter. Ja, dann hoffen wir mal, dass er keine dummen Sachen macht. Whoa, hey, what are you doing with that thing? Das sieht nicht gut aus. Stop! I'm not fighting you. What do you want? Keine Ahnung. What do you remember about the nanny from the affair? Who cares about the nanny? I do. She had a son, and he's the real murderer. What? When you found the old man, he wasn't dead yet. He was mumbling something. You remember what he said? How could you possibly? He said monster. He said monster. And monster is what his wife called the bastard child. How do you know this? It doesn't matter. What do you know about the nanny? I barely remember her. It was so long ago. Oh, come on, there's got to be something. Her name? Daphne? Daisy, maybe.
was some sort of flower. A flower? That's the best you can do? It's been over 20 years. What do you expect? Ich glaube, das hier wird ihn tilten. Look at this. Flower. Wie hieß das Kind? Dahlia, oder? What do you want? Why are you? Jetzt sag aber nicht, ist das eine Blume auf Englisch? Hä? Hat das jetzt nicht aufgemacht oder was? Look at this. I came with the present. Ach so, muss ich es aufmachen? I don't get it. Ich glaube, ich muss aufmachen. Ach, war nicht. Oh, war da. Da war ja. Da ist da sogar eine Blume drauf. Vielleicht gibt ihm das, aus welchen Gründen auch immer, eine Gedächtnisstütze. Aber wer soll denn auf sowas kommen, ey? Look at this. Cute one, see? So, what? The name. Look at the name. Is that the nanny? That he had the affair what? With? Oh. Yes! Dahlia! Hä? That's it. Her name was Dahlia. No, please God. Ja, aber hat sie nicht gesagt, das ist meine, also die Mutter von ihm? She die er nicht kannte? Mother. Oh, fuck. Oh. No. No. Was ist denn jetzt los? Läuft es jetzt darauf hinaus, dass die Mutter von dem Typen das Kindermädchen ist? Aber wir wissen auch nicht, warum er seine Mutter nie kennengelernt hat. Warte, Digga, ist er der Sohn? Also von... I gotta know that we're on the same page concerning these feelings. So consider your answer to this question very carefully. What do you want with my daughter? I can't just stop feeling for her. I love her. I love her with everything in me. Nein, läuft das jetzt ernsthaft raus hinauf, dass sie Geschwister sind? Halt's Maul. What are you going to do? You. You're fucking radioactive, you know that? Just you existing killed my wife. Your mother. Ich verstehe gar nichts mehr. You want my fucking daughter. You want to know my answer? Yes, I do. Maybe I can just tell her the truth. Oh, you're just gonna tell her all this? How you think that's gonna go? We're in love. We'd overcome it. You are so naive, such a child. It's the right thing to do. No, this is. You fucking idiot. Stop. You are so naive, so stupid. Nein, so ist es passiert? Ja, und der steckt jetzt in einer Art Trauma und weiß es nicht mehr, oder was? Sweet Home Alabama! Jetzt im Ernst? Nein! Oh! How could I forget? Honey, babe, are you... No, you stay back. Hey, it's me. It's me. It's okay. It's okay. No, don't touch me! Let me help. What is it? You stay away! Ah, warte. No! Whoa, tell me what's going on. Hey! But... It can't be true. It can't be true. Was jetzt?
Oh mein hey Gott. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Soll ich jetzt nochmal in die Situation gehen und die anderen Optionen ausprobieren, die anderen Antwortmöglichkeiten? Oder soll ich mit ihr das Gespräch suchen? Ich hab keine Ahnung, ey. Das kann doch nicht... What the fucking hell? I don't know how to say this. I've forgotten a lot of things that... remember now. Things that... If I could go back, I would have done differently. What are you talking about? Ach, komm, laber doch kein Scheiß. Your nanny, from your father's affair. What about her? Her name was Dahlia. She was my mother. But... Your dad found me after your mother passed. It's me. I'm your brother. What the fuck are you saying? Babe, there's more. It was me. I'm the man that killed your father. What kind of sick fucking joke? It's not a joke. Look, his office is filled with books, all the way up to the ceiling. I never forgot how weird that all looked. No. 8 years? I'm having your baby. Jetzt die Uhr anschauen. What? Ja, warte, mache ich gleich. Jetzt will ich erstmal ihr die Wahrheit sagen. It's all my fault, all of it. I should have told you. God, you're my only family. Es darf doch nicht wahr sein. Der ganze Spieß wurde jetzt einfach umgedreht. Go back. If you could go fucking back. I'm having your child. I'm sorry. Oh, you're sorry? That makes it better. Jesus. Ich glaube, das, was ich gerade mache, ist das allerschlechteste Ending, wenn es überhaupt ein Ending ist. Aber es war ein Unfall, Mann. An sich war es ein Unfall. Und er hat die Schuld des Vaters. Ich meine, er hat mir in die Fresse geschlagen, dann sind wir alle hingefallen und er war auf einmal ein RIP. It was self-defense. It was him or me. And you just forgot to mention it. You fucking disgusting. I am so sorry. Sorry? Hey, you married me. I'm pregnant with your baby. You animal. Oh my god. I forgot it all. Somehow. I don't know how, but I did. And if I could go back, baby, you are my only family. I love you. I love you so much. Don't you fucking dare. You fucking liar. I'm trying to tell you the truth right now. And look, you've been lying. Oh, you're blaming me now? No, look, I'm just... Fuck you! I'm leaving. Don't be here when I come back. Ja, großartig. I'm done. Do not try to find me. I am done. Alabama auf einem ganz anderen Level. Ich kann's nicht fassen, dass die Entwickler das jetzt allen Ernstes komplett umgedreht haben. Aber, ey, komm. Wird das erklärt, warum er alles vergessen hat? Es ist schon ein bisschen wild, ehrlich gesagt. So, der Run ist hier vorbei, oder? Oh. Jetzt willst du ihn auf mich hetzen, oder was? Wait. No. Make a noise. And I'll break your arm. Back inside. Now. Ja, moin. Thank you. What's going on? I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? My husband just confessed. He's the killer. He's the monster that... Enough. You're under arrest. Please. Just listen to me. Why would I... Glaub ihr nicht! You're a murderer. Die Alte! Die ist unzurechnungsfähig! My husband? Tell him! Your husband, come on. I'd listen to someone who doesn't have a vested interest in you being innocent, not your husband. That's enough. Hold still. Danke, Officer. Unsere Beziehung war so toxisch. Endlich bin ich frei. Don't move. Hey, wait! Ich dachte, sie helfen mir. Look. I'm not resisting. My wrists. I don't know.
This is a mistake. Officer, was soll das? Babe. Bin ein armer Mann, der von seiner Frau tyrannisiert wird. He's the one. He killed my father. Tell him. Just tell me where the watch is. You're only making it worse. You're not listening. I didn't kill him. Where's the watch? Fine. Just take it. It's okay. It's in the bathroom vent. Under the cabinet. Guess I don't need you anymore, partner. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Nein, nicht ich! Look, I don't know. So ein 31er. Warum sieht der Typ eigentlich aus wie Walter Bright? You're making a mistake. This is... Ja, lol. Okay, das war witzig. Wir haben natürlich jetzt noch einige Optionen bei dem Gespräch mit ihr, aber ich glaube, ich gehe doch nochmal zurück in diese Situation mit dem Vater und probiere die anderen Optionen aus. Auch wenn das gerade echt geil war. Was passiert hier? Ey, keine Ahnung. Die letzten 3,5 Stunden waren ein wilder Ritt. In alle Richtungen. Es ist schon ein richtig geiler Mindfuck. Eigentlich brauche ich ja jetzt nur Schlaftablettenszene, ne? Rolex ist, glaube ich, wirklich egal. Ich sag's ja, die ist eine falsche Fährte, aber ja, ich nehme sie trotzdem mit. Ich muss ihm ja eigentlich nur das Geschenk geben, ne? Und dann kommt schon diese Szene. Ich hoffe, dass irgendwie erklärt wird, wie er sein Gedächtnis verloren hat, aber... Ach so, in die Uhr. Ach stimmt, ihr habt doch gesagt, ja, kann ich machen. Ist das da vielleicht das Secret Ending? Wäre aber auch irgendwie blöd. Ich meine, warum muss ich mir die scheiß Uhr anschauen? Yo, die Vermutung hatte ich doch vorher, dass wir Zeit gewinnen. Weil ich jetzt die Wahrheit erfahren habe? Kann ich dann vielleicht die Polizei rufen? Aber... Ah nein, es kommt irgendwas. Hä? Hä? Was ist das denn jetzt schon wieder? Hey, there he is. You're back. Look, I know this is a terrible shock. But we need to be on the same page. These feelings for my daughter, your sister. Look, this isn't how I wanted to tell you. You deserve, both of you deserve better. You know, the thing I hate the most, worst thing in the world, disappointing my little girl. Well, that was the worst thing. And now a baby. You, with your little love. I guess it was always gonna happen. Nothing stays swallowed down forever. So, you gotta make a call. If I could go back, well, things would be different. But you can't just try again. That's not how life works. So, you gotta make the choice, and you gotta make it now. Say something. Say something. You wanna know my answer? Yes, I do. I Yeah, all right. Yeah, I guess there is a world where I leave, and where she doesn't get to know why. There is. And I know it's hard. Thank you for understanding why it needs to be this way. This whole... I've made so many mistakes. But for what it's worth, I'm glad you turned out so well. Sie dürfen nicht zusammen sein.
Alleine. Okay, das ist jetzt offiziell ein Ending. Ein schmerzvolles. Aber wohl der richtige Weg. Holy shit. Frag mich die ganze Zeit, war das jetzt so richtig oder nicht? Also, ja, wie ich schon gerade sagte, das ist, also realistisch gesehen, das vielleicht einzig richtige Ende. Aber damit wird doch auch niemand glücklich, oder? Vor allem wegen dem kommenden Kind der beiden. Alter, WTF, ey. Es gibt in der Situation zwei Ende. Ja, ist klar. Aber ich habe das untere genommen, weil das Vernünftige ist. Das Spiel wird einfach mit jedem Schritt dunkler, aber man merkt, was die Botschaft ist. Das muss man erstmal verkraften. Ja, übelst, ey. Das ist auf jeden Fall das erste Ending, das wir erreicht haben. Boah, das tut echt weh. Scheiße, Mann. Ganz, ganz heftig. Und auch sehr versteckt, dieses Ende, oder? Mit der Uhr. Junge, Junge, Junge. Noah S., danke für 5 Münzen. Moin Domi, danke, dass du wenigstens eine Konstante bei mir bleibst, nachdem meine Oma gestorben ist und ich auf Arbeit gekündigt worden bin. Ja, trotzdem alles Gute und du weißt, geht auch wieder bergauf. Ne? Tapfer bleiben. Das Leben ist ein stetiges Auf und Ab. Das wird schon alles wieder. Das Ende fühlt sich aber nicht richtig an. Ja, aber leider sind das meistens die richtigen Endings. Denk nur an Life is Strange. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel. Life is Strange 1. Du willst eigentlich, dass... Ich will jetzt nicht spoilern für die, die es nicht kennen, aber... Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr das Spiel kennt. Das ist genau dieselbe Situation eigentlich. Du willst es nicht nehmen, aber das ist das Richtige. Fuck, Alter. Leon, danke für 5 Münzen. Die letzten 3 Stunden waren sehr unterhaltsam. Gehe jetzt allerdings schlafen, weil ich morgen arbeiten muss. Ich wünsche dir und dem Stream noch viel Spaß. Oh, 14 Minuten das Ending verpasst. Belastend, aber kannst du dir natürlich gerne morgen nochmal anschauen. Fortfahren, das ist noch nicht das Ende. Was? Nächster Plot-Twist oder was? Dann muss ich jetzt aber endgültig los. Oder wahrscheinlich ist es einfach nur ein Neustart, oder? Ja. Nee, nicht ganz. Es gibt nur eine Tür. WTF. It's locked. It's locked. Hä? Oh, these are for the front door. What is going on? Oh, these are for the front door. Ja, nimm den scheiß Schlüssel, du Trottel! Soll ich zur Rolex?
kaputt. Also, naja, nicht ganz. Das hier steuern. Vielleicht, wenn 12 Uhr ist, vielleicht passiert dann was? Jetzt sieht man wenigstens das Gitter. Stimmt. Davor war das halt wirklich, also lächerlich versteckt. Okay, die Musik wird dramatischer. Hä? Warum ist denn jetzt nichts passiert? Ist das nicht die richtige Uhrzeit? 12 Minuten vor? Eventuell? 2 Minuten vor? Hä? Und wie soll man darauf kommen? Ah, ich weiß nicht. Also das Spiel ist genial und ich liebe es, aber ein paar Dinge... Weiß ich nicht, ey. Also man wird es früher oder später wahrscheinlich schaffen, weil du hörst ja, die Musik wird dramatischer und dramatischer, aber dann fällt's ins Nichts. Aber trotzdem. Hey, there he is. You're back. Look, I know this is a terrible shock, but we need to be on the same page. These feelings for my daughter, your sister. Look, this isn't how I wanted to tell you. You deserve, both of you deserve better. You know, the thing I hate the most, worst thing in the world, disappointing my little girl. Well, that was the worst thing. And now a baby. You, with your little love. I guess it was always gonna happen. Nothing stays swallowed down forever. So, you gotta make a call. If I could go back, well, things would be different. But you can't just try again. That's not how life works. So you gotta make the choice, and you gotta make it now. Say something. Say something. You wanna know my answer? Yes, I do. I don't care. I love her no matter what. No matter what? No matter. Think about that. Nein, also das können wir nicht bringen. Wir müssen es ja wenn dann sagen. You don't mean that. You know what you need to say. So say it. Say it. It's only by forgetting that we ever really dropped the thread of time. Hey, no more babbling. I told you what you have to say, and if you refuse to say it, you just won't listen. Stupid. Sir? Are you... Sir? Jetzt ist aber nur bewusstlos. Das hier ist ihr Buch. Habt ihr recht? Da war ihr Buch. Boah, das Spiel musst du ja 100-mal spielen, um auf alle Details zu achten, ey. Ugh.
Wait, sir, no, I... No, no, fucking stop! Bitte töte mich. Jetzt hätte ich... Ich hätte nicht sagen dürfen, dass wir zusammen sein wollen, ne? Aber er hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich meine Entscheidung ändern wollte. Junge, WTF, ich dreh durch hier. Hey there. Oder zu lang gewartet? Was? Not now. Okay. Hä? Wie soll man bitte auf sowas alles kommen? Jetzt wird's langsam wirklich abstrus. Nochmal und dann sofort das Buch. Okay. Okay. Das ist ja crazy, ey. Aber ich habe es jetzt immer noch nicht verstanden. Haben wir jetzt überhaupt ein Ending oder nicht? Die Credits liefen. Aber warum geht's denn danach noch weiter? Darf doch nicht wahr sein. You're back. Look, I know this is a terrible shock, but we need to be on the same page. These feelings for my daughter. Die Entwickler wollen einfach nur einen Hops nehmen. Ja, also das haben sie auch geschafft. Look, this is. Hey, it's only by forgetting that we ever really dropped the thread of time and approached the experience of living in the present. Ist das das secret ending, true ending, whatever? You read that one, eh? I know the idea of forgetting things sounds crazy. But what if you could? I can help with that if you want. All you have is the future. You'll forget everything you went through. All the pain, all the stress. Soll ich das jetzt nehmen oder nicht? Ich höre jetzt komplett auf euch. Wir haben ja, also ich habe mein Ending, damit ist gut. You need to understand. There is no turning back. You can't undo this. We can talk about it still. You can choose an answer. You don't have to forget if you don't want to. The choice is yours. This is your last chance. Schneller. All right. I hope you find what you're looking for. All right. I want you to think of a flower. Focus. Breathe. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it. Ich habe nichts gedrückt übrigens. Nichts. Moving backward, returning to its bud. Think of that bud, unopened and fresh and new. Look at it as a whole. Don't just notice the changes. Let go. Don't let anything override your perception of how you see this today. Just focus on that part. Silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear and anger. May you know peace and joy. Ach so. Ach du Scheiße, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Alter, was? Ja. Fuck. Wir sind die ganze Zeit hypnotisiert. Und er versucht uns klarzumachen, dass das keinen Sinn hat mit unserer Schwester. Okay, jetzt ist mein Gehirn Matsch. Scheiße! Wie genial ist denn die Story?
Die Art und Weise, wie man zu den Endings kommt, finde ich ein bisschen zu crazy und schwierig rauszufinden, aber die Story ist ja der Wahnsinn. Nee. Alles fake. Also ja, nicht alles. Er will, also der Vater will natürlich verhindern, dass sein Sohn seine Schwester... Alter, boah. Was ein heftiger Mindfuck. WTF. Wie viel Plot-Twists hatte das Game jetzt? 5? Das ist das Ending. Ja. Sieht ganz danach aus. Das ist das wahre True Ending. Ja, moin. Sheesh. Ich war eh schon die ganze Zeit verwirrt, dass der Glatzkopf als der Vater angegeben wurde. Also, geniales Game. 1000 Wege, viele Endings. Im letzten Drittel hätte man es noch ein bisschen besser ausarbeiten können, wie du zu den Lösungen kommst. Und vielleicht auch ein bisschen verständlicher erklären, was hier passiert. Aber schon ein sehr, sehr geiles Game. Und weiter geht's, oder was? Komm, halt's Maul jetzt. Wow, ich bin so verwirrt. Ja, ich auch. Also, ich habe eigentlich alles verstanden, bis auf diesen letzten Take mit der Hypnose. Das ist mir zu viel. Aber ja, habt ihr recht. Deswegen auch dieses Drehen und die Lichter. Ja. Krank.